grüße Sie zur öffentlichen Sitzung. Aufgrund der nach wie vor bestehenden gesundheitlichen Gefährdung durch Corona führen wir auch die jetzige Sitzung in reduzierter Präsenz durch und schalten die Sachverständigen per Video zu. Da sind wir ja inzwischen schon gut geübt. Öffentlichkeit bekommt Zugang leider ausschließlich durch eine Übertragung im Internet gewährt. Ich begrüße ganz herzlich zu unserer heutigen öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf und bitte um ein bisschen Ruhe im Raum, weil es sonst für die zugeschalteten Menschen gar nicht so einfach ist, uns zuzuhören. Also Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Umweltausschuss und falls irgendjemand dazugekommen ist aus dem Verkehrsausschuss, ja, Herrn Kremmels sehe ich, dann begrüße ich, nein, er ist nicht mehr da, Herr Pronold, Wirtschaftsausschuss, Entschuldigung, ja, Herr Pronold ist im Moment nicht da, aber eventuell kommt er wieder, das werden wir dann sehen. So, aber ganz besonders natürlich die von den Fraktionen benannten Sachverständigen. Ich werde jetzt Sie nacheinander begrüßen und bitte um ein kleines Zeichen von ihr, möglichst verbal und auch vielleicht mit der Hand, sodass wir hier auch wissen, dass Sie uns hören und dass wir Sie dann auch gut zuordnen können. Wir beginnen mit Herrn Dr. Thorsten Mertins von Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Hallo, Herr Mertins. Guten Morgen, ich hoffe, man kann mich verstehen. Ja, wir hören Sie. Herr Wunderbar. Rehbock vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Herr Rehbock, wo sind Sie? Ja, das sehen nicht alle. Wir haben, vielleicht ist er noch nicht dabei. Also wir haben ja mehr, wir haben ja 10. Also Herr Rehbock scheint noch nicht dabei zu sein. Herr Dr. Schimanski vom Bundesverband der Deutschen Gießereiindustrie. Jawohl, ich hoffe, man kann mich auch gut hören. Ja, wir verstehen Sie gut und sehen Sie. Wunderbar. Professor Dr. Tappe von der Universität Trier. Sind Sie da, Herr Professor Tappe? Herr Tappe, wenn Sie uns hören, dann wäre schön. Ich glaube, wir hören Sie nicht, aber vielleicht geben Sie mal ein Zeichen. Herr Tappe, geben Sie uns mal ein Handzeichen, bitte. Aber wir hören Sie nicht. Da scheint an der akustischen Verbindung noch etwas nicht zu stimmen. So, Herr Wübbels vom Verband Kommunaler Unternehmen. Guten Morgen, Frau Vorsitzende. Ich hoffe, Sie hören mich auch gut. Ganz gut, prima. Vielen Dank. Und Herr Dr. Bartels von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. IGBCE, wo ist sie? Da ist sie, Herr Wübbels. Ich hoffe, Herr Wunderbar. Grüß. Professor Dr. Dilger von der Universität Münster. Tag. Kann ich hören? Ja, auch Sie hören wir. Gut. Professor Dr. Wernsmann von der Universität Passau. Sind Sie hier, Professor Wernsmann? Ja, sehe. Wie ist es mit dem Ton? Können Sie? Nein, wir hören Sie nicht. Also auch an dem Ton muss noch gearbeitet werden. Herr Hasenkamp von den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster. Guten Morgen, Frau Kotting-Uhl. Ich hoffe, Sie verstehen mich gut. Wir verstehen Sie sehr gut. Wunderbar. Und Dr. Greichen von Agora Energiewende. Die hört mich doch nicht. Bei Frau Weber, die hat die Nummer jetzt von der Frau Weber. Das ist definitiv nicht die Stimme von Herrn Greichen gewesen. Herr Greichen? Also auch da stimmt etwas noch nicht ganz offensichtlich. So, an ein paar Stellen muss noch nachgearbeitet werden. Herrn Hilse würde ich bitten, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Herr Hilse, ein bisschen weiter nach vorne oder auf diese Seiten. Kommt da noch jemand? Hallo, oder zur CDU? Bin ich zu hören? Also wo Sie sich wohlfühlen, aber dass wir den Bildschirm frei haben.
Suchen Sie sich eine Fraktion aus, genau. So, ein paar allgemeine Informationen. Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 und im Internet übertragen. Stellungnahmen, Statements, Diskussionen werden über das Internet zugänglich gemacht. Üblicherweise fertigen wir ein Wortprotokoll an. Machen wir das auch diesmal so oder gibt es dazu Widerspruch? Sehe ich nicht, dann haben wir das so beschlossen. Zum Ablauf für Sie als Sachverständige jetzt relevant. Sie werden zu Beginn jeweils 3 Minuten haben für ein Statement. Ich hoffe, dass der Ton dann auch überall gut funktioniert. Und nach dieser ersten Statementrunde beginnen wir mit den Diskussionsrunden. Das heißt, ein Abgeordneter, eine Abgeordnete stellt eine Frage an einen Sachverständigen oder auch mal zwei. Und mit dem Beginn der Frage beginnen die 5 Minuten Zeit für Frage und Antwort. Das heißt, Sie müssten bitte, verehrte Sachverständige, ein bisschen darauf schauen, wann die Frage, ich sage Ihnen auch immer vorher, an wen die Frage geht, wann die Frage beginnt, weil die 5 Minuten eben die Frage inkludieren. Mein Appell an meine Kolleginnen und Kollegen ist auch immer, nicht allzu lange eigene Statements zu machen, sondern möglichst Ihnen den Raum zu lassen, denn wir haben Sie ja heute eingeladen, um von Ihrer Expertise zu profitieren. So, wir werden schauen, wie viele Runden wir haben. 2 auf jeden Fall, mit der 3. wird es manchmal etwas eng, aber wir schauen, wie das wird. So, bitte sich an die 5 Minuten zu halten und Stichwort Hintergrundgeräusche, bitte ich Sie auch, Ihre Mikrofone auszuschalten, wenn Sie selbst gerade keinen Redebeitrag leisten. Und auch hier nochmal der Appell an meine Kolleginnen und Kollegen, bitte möglichst alle Neben- und Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Das ist schwierig, ich weiß, aber es wird sonst auch für die Sachverständigen relativ schwierig, sich gegenseitig und auch uns zuzuhören. So, damit steigen wir in die Anhörung ein. Sie passt sehr gut. Wir sind heute oder diese Woche in der Klima- und Nachhaltigkeitswoche, die nach dieser Ausschusssitzung dann auch im Plenum beginnt. Und dazu passt das Thema dieser Anhörung sehr gut. Es geht um die CO2-Bepreisung, um die jetzt vorgeschlagene Erhöhung auf anfangs 25 Cent im Jahr 2021. Und damit erhöht sich der Preis für Heizöl, Benzin, Diesel so ungefähr um 7 bis 8 Cent inklusive Mehrwertsteuereffekt für die Tonne CO2, die emittiert wird. Es verbinden sich viele Erwartungen, aber auch Befürchtungen mit dem Einstieg in diese CO2-Bepreisung. Und es gibt natürlich auch die Kritik, dass das natürlich viel zu wenig sei zur Erreichung der Klimaschutzziele. Darüber wollen wir uns heute mit Ihnen austauschen, wollen hören, was Sie aus Ihren unterschiedlichsten Organisationen dazu sagen. Und als erstes hören wir jetzt das Statement von Dr. Mertins von der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände. Bitte, Herr Mertins. Frau Vorsitzende, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, als Kommunale Spitzenverbände befürworten wir die CO2-Bepreisung. Wir haben allerdings eine große Schwierigkeit mit dem Anwendungsbereich, den das BEHG vorsieht, und sehen da die Notwendigkeit einer gesetzgeberischen Klarstellung. Und da bietet dieses aktuelle Gesetzgebungsverfahren die Gelegenheit zu. Warum haben wir damit Schwierigkeiten? Nach dem gegenwärtigen Stand werden möglicherweise, ich sage möglicherweise und ich sage auch warum, ab 2023 mehrere hundert Kreise und Städte wegen des Siedlungsabfalls und mehrere tausend Städte und Gemeinden wegen des Klärschlamms, der in den kommunalen Kläranlagen anfällt, in den Anwendungsbereich des BEHG fallen. So ist jedenfalls die Rechtsauffassung des Bundesumweltministeriums dazu. Es gibt ein ausführlich begründetes Rechtsgutachten der Kollegen vom Verband Kommunaler Unternehmen, das zu einem gegenteiligen Ergebnis kommt und sagt, nein, diese kommunalen Träger der Daseinsvorsorge fallen nicht in den Anwendungsbereich. Mit anderen Worten haben wir hier eine unklare Rechtslage, die im Ergebnis diejenigen, die vor Ort die Daseinsvorsorge organisieren, vor Fragen stellt und auch Planungsentscheidungen in Frage stellt. Wir sind deswegen der Auffassung, dass der Bundestag das Gesetzgebungsverfahren nutzen müsste, um hier eine Klarstellung herbeizuführen. Und aus unserer Sicht sprechen gute Gründe dafür, das Thema Siedlungsabfall und das Thema Klärschlamm vollständig auszunehmen. Wir sind uns bewusst, dass die Zielsetzung des Gesetzes ist, CO2-Emissionen für Verbrennung zu bepreisen.
Das können wir im Grundsatz nachvollziehen. Aber wir geben hier zu bedenken, dass die Lenkungswirkung, die man damit erzielen wird, anders als beispielsweise bei Kraftstoffen für Fahrzeuge oder bei anderen Brennstoffen im Haushalt für Wärme, hier eine andere Lage ist, denn es gibt bestimmte Abfallfraktionen und auch den Klärschlamm, den man nur verbrennen kann und wo eine Verbrennung gerade beim Klärschlamm wegen des Phosphorrecyclings sogar aus umweltpolitischen Gründen geboten ist. Da sind aus unserer Sicht die guten Gründe, warum man das hier ausnehmen soll, ungeachtet dessen, dass man durch Abfallvermeidung und solche Dinge versuchen kann, die Verbrennung zu reduzieren, aber ganz auf sie verzichten kann man nicht. Beim Klärschlamm, wie gesagt, ist es sogar angeordnet. Es gäbe jetzt noch die Möglichkeit, an der Stelle einen Systemwechsel vorzuziehen und nicht die Sammler und die Kläranlagenbetreiber, also die Abfallsammler und die Kläranlagenbetreiber, als Inverkehrbringer heranzuziehen, sondern die entsprechenden Pflichten den Anlagenbetreibern der Verbrennungsanlagen aufzuerlegen. Das wäre allerdings ein deutlicher Systembruch und würde auf jeden Fall, so wie das Gesetz jetzt ausgestaltet ist, auch ein gesetzgeberisches Tätigwerden erfordern, weil das zurzeit im Gesetz so nicht angelegt ist. Mit anderen Worten zusammenfassend, wir haben hier eine komplizierte Rechtslage, aus der am Ende nur der Gesetzgeber uns heraushelfen kann, und ich freue mich auf die heutige Diskussion zu diesem Thema. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Mertens. So, haben wir jetzt Verbindung zu Herrn Rehbock? Ja, ich bin hier. Können Sie hören? Wir hatten technische Wunderbar. Probleme. Wunderbar, hören Sie, ja. Hören Dann Sie. Haben Sie jetzt Zeit das für Ihr Statement. Bitte schön. Ja, ich danke Ihnen, Frau Dr. Kotting-Uhl, sehr geehrte Damen und Herren, dass wir die Stellungnahme abgeben dürften und auch hier vor Ihnen vortragen können. Natürlich zählt die Eindämmung des Klimawandels zu den größten Herausforderungen, die wir alle gemeinsam haben. Und in diesem Zusammenhang begrüßt der BVSE ausdrücklich grundsätzlich die Einführung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes als Teil des Klimapakets. Deshalb sprechen wir uns eindeutig aus umweltpolitischen, aber auch wettbewerbspolitischen Gründen für die Einbeziehung der Abfallverbrennung in den Brennstoffemissionshandel. In der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union hat sich der Gesetzgeber zur fünfstufigen Abfallhierarchie bekannt. Die Abfallhierarchie kennen Sie alle, und es ist sinnvoll, wertvolle Ressourcen durch effizientes Handeln zu schonen. Um hinsichtlich der Ziele der Verwertungshierarchie eine Lenkungswirkung zu entfalten, bedarf es nach Ansicht des BVSE der Nutzung der Abfallstoffe in der ganzen Kaskade. Letztendlich sollte es in einer modernen Rohstoffwirtschaft darum gehen, das gesamte Spektrum der Abfallbehandlung möglichst sinnvoll miteinander zu verbinden. Dazu gehört die weitgehende Getrennthaltung der Abfallstoffe bereits an der Erfassungsstelle sowie ein Vorbehandlungsgebot, um den Recyclinganteil möglichst hoch zu halten. Ich erinnere an die letztlich erst novellierte Gewerbeabfallverordnung. Und genau an dieser Stelle, meine Damen und Herren, steht die Kreislaufwirtschaft mit dem Emissionshandel in direkter Verbindung. Denn mit in einer CO2-Bepreisung der Verbrennung steigen zwangsläufig die Kosten für diesen Prozess. Höhere Verbrennungspreise verstärken wiederum die Bemühungen, mehr Stoffe in das Recycling zu bringen, über Getrennthaltung und Gemische in die Sortieranlagen zu bringen, statt sie direkt in die Verbrennungsanlage zu fahren. Wie ich meine, für alle ein umweltpolitischer gewollter Effekt. Dies lässt sich auch mit Zahlen belegen. Wir haben ja über 20 Millionen Tonnen Kapazität in Deutschland an Müllverbrennung. Davon sind 16 Millionen Tonnen gut aus Siedlungsabfällen. Das bedeutet, die Differenz sind 4 Millionen Tonnen, die aus dem Gewerbe als Gemische in die Müllverbrennungsanlagen gefahren werden. Zumindest diese Abfälle könnten andere Prozesse durch höhere Sortierung für das Recycling und natürlich auch für die hochwertige Mitverbrennung in Zementwerken genutzt werden. Die Aussage von anderer Seite, dass wir ökologisch Vorteilhaftigkeit der Müllverbrennung widersprechen wir eindeutig. Wir haben das auch gutachterlich belegt, dass die zum Beispiel Mitverbrennung in Zementwerken durchaus die ökologischere Variante ist. Es ist also nicht richtig, dass die Einbeziehung von Siedlungsabfall in den nationalen Emissionshandel der Systematik und Zielsetzung des Abfallrechts widersprechen würde. Genau das Ziel, das Abfallaufkommen zu verringern, möglichst viel zu recyceln und den Rest möglichst hochwertig energetisch zu verwerten, das ist das, was wir brauchen und was wir wollen. Zum Abschluss noch das Thema
CO2-Kostentragung. Natürlich sind wir der Meinung, dass es nur sinnvoll ist, dass die, die den Abfall verbrennen, die CO2-Steuer bzw. die CO2-Kosten tragen müssen. Das ist auch relativ einfach, denn von dort aus kann ich die Kosten weiter in der ganzen Kette nach hinten bis zum Abfallerzeuger durchgeben. Insofern ist das keine Wettbewerbsverzerrung in diesem Punkt, sondern die Kosten werden einfach neutral durchgereicht von vorne nach hinten. Und klar ist auch, und das ist, denke ich, ist auch der Bundesregierung klar, dass es keine Doppelbesteuerung geben darf. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Rehbock. Und jetzt kommen wir zu Herrn Dr. Schimanski vom Bundesverband der deutschen Gießereiindustrie. Bitte, Herr Schimanski. Ich hoffe auch, ich bin zu hören. Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, zunächst auch von mir herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, Ihnen an dieser Stelle mal einige Fakten zum Thema energieintensive Industrie, den Mittelstand und den nationalen CO2-Preis vorstellen zu können. Und ich werde dabei jetzt nicht über die fatalen wirtschaftlichen Effekte der Corona-Pandemie sprechen, sondern über den Normalbetrieb. Kurz gesagt, mit einem rein nationalen CO2-Preis wird man in der mittelständischen Industrie das Gegenteil dessen erreichen, was man eigentlich will. Denn wer wird durch diesen Preis eigentlich belastet? Planmäßig ja nur nicht die großen CO2-Emittenten, denn die zahlen ja schon einen CO2-Preis aus dem EU-Emissionshandel. Das heißt, es bleiben nur noch die Betriebe unterhalb der Emissionshandelsschwelle. Das sind die kleinen und die mittelständischen Unternehmen. Die Gießereiindustrie selbst besteht zu 95% aus kleinen und Mittelständlern. Dort wird zum Teil mit Koks und mit Gas geschmolzen und erwärmt. Und die durchschnittliche Gewinnmarge liegt bei 2,5%. Das ist nicht wirklich viel. Deswegen ist bereits bei einem Preis von 25 Euro pro Tonne bereits zu befürchten, dass ein Drittel der Marge verloren ist. Die Frage ist jetzt, was die Betriebe denn tun können. Die Kunden sind groß, die Konkurrenz sitzt im Ausland. Das heißt, die Mehrkosten des CO2-Preises können also nicht einfach an die Kunden weitergegeben werden. Dann wäre der Weg, und das möchte das Gesetz ja gerne haben, dass die fossil geführten Schmelzöfen und Wärmebehandlung dann einfach durch strombetriebene Aggregate ersetzt werden. Warum machen die das nicht? Die knappe Antwort ist, weil es nicht geht. Die Mitglieder haben uns bestätigt, dass es für viele dieser Verfahren einfach keine technische Alternative gibt. Und auch wenn es die gibt, dann fehlen schlicht die Investitionsmittel, um das Herzstück der Gießerei zu ersetzen und dafür den Betrieb mehrere Monate stillzulegen. Wenn man jetzt unterstellt, man könnte es gleichwohl bezahlen, dann ist vor allem im ländlichen Bereich, wo viele Mitglieder sitzen, der Versorger oft gar nicht in der Lage, die elektrische Anschlussleistung anzubieten. Und schließlich können sie den Betrieb eines großen Stromverbrauchers angesichts der höchsten Strompreise in Europa schlicht und ergreifend wirtschaftlich nicht darstellen. Das heißt, die Betriebe sitzen demnach in der Sackgasse. Der CO2-Preis kann deswegen da überhaupt nicht als Anreiz wirken. Er ist dann eine reine Strafe. Und dann bleibt tatsächlich nur noch der Weg ins EU-Ausland. Dann kommt es einfach zum Carbon Leakage. Dann sind die Arbeitsplätze verloren, das Know-how wandert ab. Die Wertschöpfung verlagert sich aus Deutschland heraus. Und das Allerbeste, es wird realistischerweise mehr CO2 emittiert als vorher. Die Frage ist jetzt, wie das Problem gelöst werden kann. Ganz kurz gesagt, es darf keinen Preis, egal wie hoch, ohne wirksamen Carbon-Leakage-Schutz geben. Und weil die Rechtsverordnungen es jetzt richten müssen, unser Appell an Sie als Abgeordnete, behalten Sie jetzt bitte das Heft des Handelns in der Hand, jetzt bei dieser Gesetzesveränderung, und lassen Sie uns und die anderen mittelständischen energieintensiven Branchen mitmachen. Gehen Sie mit uns in eine inhaltliche Diskussion, nutzen Sie unsere Fachexpertise. Und das Dritte ist, sprechen Sie bitte rechtzeitig mit uns. Ja, eine bessere Gesetzesfolgenabschätzung bekommen Sie nämlich nicht. Und wir sind der festen Auffassung, wir kommen nur so zu Ergebnissen, die wirtschaftlich sinnvoll und klimaschützend sind. Und gerne beantworte ich Ihre Fragen dazu. Vielen Dank. Danke, Herr Dr. Schimanski. Professor Dr. Tappe von der Universität Trier. Da gab es vorher noch Schwierigkeiten mit dem Ton. Geht das jetzt? Nein, das geht nicht, Herr Tappe, wir können Sie nicht hören, leider. Muss man noch dran arbeiten. Ich ziehe den nächsten Sachverständigen vor, hoffe da auf Ihr Einverständnis. Wir versuchen, ihn telefonisch zu erreichen. Ich nehme trotzdem den nächsten. Herr Wübbels vom Verband Kommunaler Unternehmen, bitte. Sie wären jetzt als nächster dran für Ihr Statement. 3 Minuten.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der VKU unterstützt grundsätzlich die Bepreisung von Treibhausgasemissionen, welche bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen, damit Deutschland die politisch vereinbarten Klimaziele möglichst effizient erreichen kann. Dafür muss das nationale Emissionshandelssystem zeitlich auch eine deutliche Lenkungswirkung entfalten, weshalb der VKU auch die mit dem Änderungsgesetz geplante Anhebung der Festpreise unterstützt. Damit allerdings das langfristige Ziel der Klimaneutralität erreicht werden kann, muss die Sektorenkopplung angereizt werden. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit emissionsarmer Technologien im Wärme- und Verkehrssektor muss deutlich gestärkt werden. Deshalb ist die Einführung einer nationalen CO2-Preisung zwar ein Schritt in die richtige Richtung, greift aber alleine am Ende viel zu kurz. Insofern wäre aus Sicht der Kommunalwirtschaft eine umfassende Reform des Abgabe- und Umlagesystems für das Energiesystem zielführender. Denn durch eine verursachungsgerechte Neuausrichtung aller klimapolitisch motivierten Energiepreisbestandteile können strombasierte Technologien, beispielsweise für die Elektromobilität, Power-to-X-Technologien oder Wärmepumpen, aber auch Energiespeicher gegenüber vorrangig auf fossilen Energieträgern basierenden Technologien wettbewerbsfähiger werden. Die neben dem nationalen Emissionshandelssystem weiterhin bestimmende Systematik der fixen Energiepreisbestandteile hemmt teilweise sogar den Ausbau der Sektorenkopplung und die Nutzung bestehender oder neuer Flexibilitätsoptionen. Denn derzeit sind verschiedene Energieträger in unterschiedlichem Ausmaß mit staatlich veranlassten und klimaschutzpolitisch motivierten Preisbestandteilen belastet. Diese unterschiedliche Kostenbelastung der Energieträger in den Sektoren Strom, Wärme und Verkehr führt zu einer Verzerrung von Preissignalen zwischen den Sektoren. Konkret bedeutet dies, dass Strom aktuell nur bedingt attraktiv ist, um in anderen Sektoren eingesetzt zu werden. Er ist schlichtweg im Vergleich häufig zu teuer. Gleichwohl die ergänzende Absenkung der EEG-Umlage geht in die richtige Richtung, kann aber ebenfalls auch nur ein nächster Schritt sein. Zweiter wichtiger Punkt aus Sicht des VKU ist die bereits von den kommunalen Spitzenverbänden angesprochene Einbeziehung von Siedlungsabfall und Klärschlamm in das BEAG. Auch hier kann ich mich den Ausführungen des Kollegen von den kommunalen Spitzenverbänden anschließen. Wir als VKU sind ebenfalls der Auffassung, dass Siedlungsabfall und Klärschlamm nicht dem BEAG unterworfen werden sollten und insofern hier auch eine Klarstellung im BEAG erfolgen sollte. Eine letzte abschließende Bitte. Die Erdgasvertriebe der Stadtwerke müssen ab Mitte Oktober 2020 ihre Preisanpassung vornehmen, die sich ab dem 01.01.2021 natürlich aus dem BEAG ergeben. Und diese Preisanpassungen, das sind gesetzliche Vorgaben, müssen rechtzeitig für die Kunden veröffentlicht werden, sodass wir darum bitten, dass das Gesetzgebungsverfahren so rechtzeitig abgeschlossen wird, damit diese Sicherheit über die Erhöhung der Preise an die Kunden weitervermittelt werden kann. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Wübbels. Herr Dr. Bartels von der IGBCE, sind Sie da? Ich bin da und kann Sie hören, habe aber technische Probleme und jetzt zumindest eine akustische Verbindung wieder aufgebaut. Können Sie mich hören? Wir hören Sie gut. Beginnen Sie mit Ihrem Statement. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dann verweise ich zunächst auf meine Stellungnahme zur Anhörung dieses Ausschusses am 6. November 2019, die ich nicht in allen Punkten zu wiederholen brauche, weil der Gesetzentwurf ja eigentlich nur in der Höhe der anfänglichen Belastungen geändert wurde. Zwei Sätze möchte ich aber heute wiederholen. Die Bepreisung von Treibhausgasen ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung und insofern begrüßen wir das BEAG. Und wo ich im Folgenden Kritik übe, geht es nicht um das Ob, sondern um eine Optimierung des Wie. Der häufig unbestimmten CO2-Minderungswirkung steht mit der Einführung der CO2-Bepreisung auch für die Sektoren Verkehr und Wärme eine konkrete Belastung aller Haushalte und Unternehmen gegenüber. Ich sehe, dass der Gesetzgeber dem mit Entlastungen entgegenwirken will, aber leider unspezifisch und asynchron.
Klimafreundliche Verhaltensalternativen, um Belastungen zu vermeiden, stehen dich nicht allen Haushalten, zum Beispiel denen in Mietwohnungen, und nicht allen Unternehmen offen. Und auch in dem vorliegenden Änderungsgesetz zum BERG wurde leider versäumt, die Gelegenheit dieser Änderung zu nutzen, um den Gesetzentwurf auch an anderen Stellen zu ändern und an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Insbesondere wäre es wichtig, Belastung und Entlastung zeitlich zu koppeln. Die IGBCE plädiert daher bekanntlich gemeinsam mit dem BDI und DIHK für ein Inkrafttreten der Mechanismen nach § 10 Absatz 1 und 2 erst nach Inkrafttreten aller Rechtsverordnungen zum BERG. Einzelheiten gern auf Nachfrage. Nochmal zur EEG-Umlage. Die Bundesregierung hat angekündigt, die zusätzlichen Erlöse aus dem Brennstoffemissionshandel vollständig zur Senkung der EEG-Umlage zu verwenden. So sehr diese de facto Deckelung der EEG-Umlage zu begrüßen ist, aus der Perspektive der Stromkunden heißt das, die EEG-Umlage bleibt hoch, sie steigt nur nicht weiter, aber zusätzlich zahle ich für den nationalen Emissionshandel. Und die Mehrkosten aus dem BHG kann ich eben nur vermeiden, wenn ich Alternativen hätte. Im Zusammenhang betrachtet, ändert der indirekte Wechsel der Finanzierung erneuerbarer Energien vom EEG ins BERG nichts an der sozialen Unausgewogenheit einer Finanzierung unabhängig vom Einkommen und der sonstigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Zahlenden. Da hilft nur eine Steuerfinanzierung aus dem Bundeshaushalt, die allein geeignet ist, die gesellschaftlich zu tragenden Kosten der Transformation zur Treibhausgasneutralität auf starke und schwache Schultern gerecht zu verteilen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Bartels. Wir kommen jetzt zu Herrn Professor Dr. Dilger von der Universität Münster. Ja, vielen Dank. Ich würde versuchen, eine kleine Pausenposition zu starten dazu. Wenn das nicht geht, mache ich es rein mündlich. Können Sie die sehen? Oder nicht? Bisher nicht. Dann noch mal Sie hin. Haben hier einen Bildschirm geteilt, aber man sieht jetzt. Jetzt geteilt, also. Jetzt. Jetzt sehen Sie es. Dann also meine kurze Stellungnahme, insbesondere zu der Änderung. Also ich würde jetzt nicht auf alle Details des Gesetzes selbst eingehen, sondern eben, was sich gesetzlich vor allem ändert. Was ist der wichtigste Punkt, auf den ich mich konzentrieren möchte? Das ist die Emissionspreiserhöhung. Das Gesetz selber soll ja dazu dienen, diesen EU-Emissionshandel auszudehnen auf alle Sektoren, die bisher auch nicht erfasst sind, insbesondere Verkehr und Wärme. Und das mit einem nationalen Bepreisungsmodell. Und in der Einführungsphase gibt es Festpreise. Und diese Festpreise werden erhöht, zum Beispiel im nächsten Jahr von 10 Euro auf 25 Euro, was 150% Erhöhung entspricht. Entsprechend steigen die Preise dann weiter. 2026 gibt es so einen Preiskorridor, der steigt auch. Ab 2027 ist eine nationale Versteigerung geplant, daran ändert sich vorliegend nichts. Was sind die Hauptkritikpunkte? Der erste aus meiner Sicht ist, dass diese Festpreise eigentlich den Zweck haben, in der Einführungsphase Planungssicherheit zu bieten, was so eine Erhöhung kurz vor der Einführung eben nicht gewährleistet, haben wir eben auch schon gehört. Also es müsste jetzt umgesetzt werden. Es ist nicht klar, wie die Preise ab dem 1. Januar überhaupt sein werden. Dann ist es so, dass der aktuelle EU-Zertifikatspreis, dem das ja nachempfunden ist, bei 27 Euro liegt. Das würde nächstes Jahr fast erreicht mit der Erhöhung, würde 22 bereits überschritten werden und danach deutlich überschritten werden. Dann ist ja eigentlich auch der Zweck der Einführungsphase, an die Versteigerungspreise, die dann in der späteren Versteigerungsphase gelten, heranzuführen. Das ist aber erkennbar nicht der Fall, sondern wahrscheinlich, wenn diese Preise überstiegen, jetzt in der Einführungsphase sind, also viel höher und fallen dann wieder runter.
Letzter Kritikpunkt hier wäre, dass die Einnahmen für Subventionen verwendet werden sollen, die für sich genommen keine weitere CO2-Einsparung bringen. Also gerade auch die Verwendung der Einnahmen ist aus meiner Sicht zweifelhaft. Was wären Alternativen? Also am besten wäre natürlich ein globales System oder der Einbezug in den EU-Emissionshandel. Dann wäre es möglich und relativ einfach umsetzbar, einfach den EU-Preis zu nehmen. Also der Festpreis ist der EU-Preis. Oder auch die jetzigen Festpreise als Höchstpreise zu nehmen. Letzte Möglichkeit aus meiner Sicht wäre es, jetzt auf diese Preiserhöhung zu verzichten in der Einführungsphase. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt Herr Professor Dr. Wernsmann von der Universität Passau. Haben wir eine Funktion? Ja, vielen Dank. Haben wir. Ja, bitte. Können Sie mich hören? Ja, wir hören Sie. Ja, wunderbar. Ich möchte auf ein verfassungsrechtliches Problem hinweisen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Ausgestaltung mit den Festpreisen, die ja jetzt mit diesem Änderungsgesetz fortgeführt wird, verfassungswidrig. Warum ist das so? Wir müssen sehen, das Bundesverfassungsgericht stellt die Anforderung auf, dass nicht steuerliche Abgaben die Regeln für Steuern nicht unterlaufen dürfen. Bei Steuern ist es so, das Bundesverfassungsgericht hat zuletzt in der Kernbrennstoffsteuerentscheidung gesagt, dass es kein freies Steuererfindungsrecht des Gesetzgebers gibt, sondern es dürfen nur solche Steuern erhoben werden, die die Verfassung, die das Grundgesetz selbst kennt, die in Artikel 106 Grundgesetz genannt sind. Eine CO2-Steuer, eine Steuer auf den CO2-Ausstoß wäre danach verfassungswidrig, weil das CO2 nicht durch die Endkonsumenten verbraucht wird. Wiederum Kernbrennstoffsteuer. Ich habe das in der schriftlichen Stellungnahme näher ausgeführt. Jetzt ist es denkbar, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass man gegenleistungsabhängige Abgaben einführt. Für diese gibt es auch keinen Numerus Clausus. Der Gesetzgeber ist also nicht gebunden, dass er nur bestimmte begriffliche Abgaben einführen darf. Aber die zentrale Aussage des Bundesverfassungsgerichts ist, mit diesen nichtsteuerlichen Abgaben dürfen nicht die Begrenzungsfunktionen, die das Grundgesetz für die Steuer kennt, unterlaufen werden. Dazu gibt es die grundlegende Entscheidung aus dem Jahr 1995, eine Senatsentscheidung zum Wasserpfennig, wo da schon klar gesagt worden ist, und speziell zu Emissionszertifikaten gibt es die Kammerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. März 2018. Das Bundesverfassungsgericht hat in dieser Kammerentscheidung bestätigt, hat gesagt, diese damalige Ausgestaltung der Zertifikate ist in Ordnung, weil an einen Sondervorteil angeknüpft wird. Es ist eine Gegenleistung, dass ich CO2 ausstoßen darf. Allerdings dürfen nicht die Grenzen, die das Grundgesetz für das Verbot einer CO2-Steuer kennt, unterlaufen werden. Wenn ich jetzt hier in den Jahren 2021 bis 2025 und auch 2026 einen sogenannten Festpreis habe, ist das ja faktisch dasselbe, wie wenn ich eine Steuer erheben würde auf CO2-Ausstoß. Ich darf beliebig viel CO2 ausstoßen als Unternehmen und muss darauf einen festen Betrag zahlen. Das ist der Sache nach nichts anderes als eine CO2-Steuer, nur dass ich technisch dazwischen schalte, dass ich Zertifikate erwerben muss. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich beliebig viel ausstoßen kann und ich deswegen keinen Sondervorteil habe. Und das Bundesverfassungsgericht hat in der Kammerentscheidung, die noch gar nicht so alt ist, vom 5. März 2018, ganz klar gesagt, ein Sondervorteil, der also eine gegenleistungsabhängige Abgabe, eine Vorteilsabschöpfungsabgabe rechtfertigen kann, liegt nur vor, wenn nicht jeder, der den Vorteil haben möchte, auch den Vorteil bekommen kann. Ich muss also mengenmäßig begrenzen den CO2-Ausstoß. Und wenn ich das nicht tue als Gesetzgeber, ist das eine Umgehung des Verbots, eine CO2-Steuer zu erheben. Da hat es gepiept. Ich glaube, ich habe die 3 Minuten dann um, oder? Ja. Wollen Sie damit aufhören? Ich kann nur noch sagen, der Stellungnahme ja ausgeführt, ja, bin ich nicht gewohnt, so eine Disziplin. Danke Ihnen. Dass im Grunde darauf gespielt wird, dass man sagt, das Bundesverfassungsgericht wird für einen Übergangszeitraum die eigentlich verfassungswidrige Abgabe hinnehmen. Denn wenn man sich die Kriterien der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung anschaut, ist diese Ausgestaltung der CO2-Bepreisung für den Anlaufzeitraum von 2021 bis 2025 klar verfassungswidrig.
Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zu den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster und Herr Hasenkamp hat das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Kurz zu meiner Person. Ich leite hier seit guten Jahrhundert die Abfallwirtschaftsbetriebe in Münster. Wir betreiben hier eine grenzüberschreitende Kooperation mit den Niederlanden. Und ich erlaube mir auch gleichzeitig hier zu sprechen für die Municipal Waste Europe. Das ist ein europäischer Dachverband der kommunalen Abfallwirtschaft mit 14 Mitgliedsunternehmen aus 14 Mitgliedstaaten. Wir unterstützen natürlich nachhaltig die Klimaziele, auch die neuen Klimaziele, die die EU-Kommission zurzeit entsprechend verabschiedet hat. Wir sehen den Bedarf, hier tatsächlich eine effektive Lenkung zur Minderung der CO2-Emissionen tatsächlich zu realisieren. Allein teile ich genauso wie die Kollegen von den kommunalen Spitzenverbänden oder vom Verband kommunaler Unternehmen die Bedenken, ob diese gezielte Lenkungswirkung, die wir alle wollen, mit diesem Gesetzentwurf erreicht werden können. Gemischte Siedlungsabfälle gehören europarechtlich eindeutig nicht in den Anwendungsbereich des BEHG. Wenn ich mal sehe, worüber wir sprechen, das sind heterogene Siedlungsabfälle, die wesentlich weniger Heizwert bieten als konventionelle Brennstoffe. Die meisten Abfälle können keine Brennstoffe sein, haben damit keine Wahlfreiheit. Öl beispielsweise oder Gas könnte im Boden bleiben. Abfälle bleiben aber natürlich nicht von allein in der Tonne. Und wir müssen sehen, wie wir mit diesen Siedlungsabfällen faktisch umgehen. Wir betreiben hier eine Entsorgungsaufgabe. Die Anlagen, die wir betreiben in Deutschland, sind zu einem sehr, sehr hohen Grad ausgelastet. Es gibt zurzeit auch ein durchaus hohes Preisniveau. Und trotz dieses hohen Preisniveaus, was der Kollege Rehbock schon angesprochen hatte, haben wir keine effektive Lenkungswirkung zum mehrstofflichen Recycling bisher erzielen können. Die Gewerbeabfallverordnung hat ihre Ziele beispielsweise weitestgehend nicht erreicht. Was wir erreicht haben in der Tat, und was ich auch aus dem europäischen Ausland noch zusätzlich berichten kann, ist, dass ein hohes Preisniveau durchaus zu Ausweichbewegungen innerhalb der Europäischen Union führt. Wir haben deutliche Anstiege von Exporten nach Tschechien, von brennbaren Abfällen zu verzeichnen. Wir haben, da komme ich zu meiner niederländischen Kooperation, zu verzeichnen, dass mit der eingeführten Abgabe, die im letzten Jahr das niederländische Ministerium verabschiedet hatte, Ausweichbewegungen aus einer hochwertigen Verwertung in den Niederlanden, wo wir Prozessdampf für die chemische Industrie oder Brauereien produzieren, stattfinden. Auf Deponien wieder in Großbritannien 1 Million Tonnen Kapazitäten, die dort zusätzlich geschaffen werden. 30 Kommunen in England haben gesagt, na gut, dann geben wir eben nicht mehr dem hochwertigen Verwerten einen Raum, sondern exportieren, holen den Abfall wieder zurück und lassen ihn bei uns im Lande auf der Deponie. Da Deponie in Europa bis 2040 noch zugelassen ist, besorge ich dann natürlich aus der europäischen Sicht ganz erhebliche Verlagerungsprozesse wieder in Deponietechnik, die dann natürlich zu deutlich höheren Emissionen europaweit betrachtet führen. Lokal mag dann ein entsprechender positiver Effekt eingetreten sein. International, und Klimaschutz ist eine internationale Angelegenheit, würden wir die Lenkungsziele, die wir alle wollen, in der Form nicht erreichen können. Deswegen plädiere ich deutlich auch in meine Kollegen eine Herausnahme der Siedlungsabfälle aus dem Anwendungsbereich des BRG. Bis dahin erstmal vielen Dank. Dankeschön, Herr Hasenkamp. Das nächste Statement kommt von Dr. Greichen von Agora Energiewende. Bitte, Herr Greichen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wage es auch, ein paar Folien zu zeigen. Ich hoffe, dass Sie das jetzt hier sehen können. Ja, wir sehen das. Also was bewirkt dieser Vorschlag? 25 Euro die Tonne CO2 bringen 0,6 Cent pro Kilowattstunde bei Erdgas, 7 Cent bei Benzin, Diesel, Heizöl, 7 bis 8 Cent. Das ist weniger als der Preisverfall seit Anfang dieses Jahres. Und das heißt natürlich auch, dass wir nicht von einer großen Klimaschutzwirkung ausgehen können, die da kommt. Geschweige denn aber, dass das jetzt hier sozusagen die deutsche Industrie übermäßig belasten würde. Man muss ja auch auf der Gegenseite sehen, dass damit der Strompreis reduziert wird, sodass man sehr genau die B- und Entlastungssituation sich angucken muss. Wenn wir gleichzeitig sehen, dass gerade heute in Brüssel die EU-Kommission und Frau Kommissionspräsidentin von der Leyen das erhöhte Klimaschutzziel 2030
30 verkündet, dann ist ja klar, dass das hier jetzt nur der Einstieg ist. Insofern sind die Diskussionen, die wir jetzt hier gerade führen, ein gewisses surreal. Wir müssen eigentlich über viel höhere Preise reden, die natürlich dann auch die entsprechende Lenkungswirkung entfalten. Und da muss man über internationalen Wettbewerb und Carbon Leakage reden, aber man kann jetzt nicht bei den ersten 25 Euro die Tonne kalte Füße bekommen. Das wird ja auch so, wie es jetzt im BHG vorgesehen ist, mit den 5-Euro-Schritten, die da jetzt in den nächsten Jahren kommen sollen, so nicht bleiben können. Das müssen sich, glaube ich, alle klar machen. Diese 30 Euro oder 35 Euro, 22, 23 werden es nicht bleiben, wenn man das EU-Klimaziel, das Frau von der Leyen da jetzt verkündet, halbwegs ernst nimmt. Das heißt, wir reden eigentlich über eine andere Welt und bei dieser anderen Welt muss man gleich neu richtig nachdenken. Unser Vorschlag ist, man sollte gleich auf 50 Euro die Tonne CO2 gehen und nicht mit den niedrigen Preisen da jetzt zu lange rummachen. Diese Mehreinnahmen, die dann kommen, unmittelbar zur Senkung des Strompreises nutzen. Dann habe ich nämlich nochmal 4 Cent runter beim Strompreis. Die EEG-Umlage sinkt dann auf 4 Cent. Und in dem nächsten Schritt, den man jetzt schon andiskutieren muss, im Laufe der nächsten Legislaturperiode, die umfassende Ausrichtung der Steuern, Abgaben und Umlagen auf 2 Komponenten, nämlich Infrastrukturfinanzierung auf der einen und CO2-Bepreisung auf der anderen. Und alles andere, was da jetzt in der Energie- und Stromsteuer, EEG-Umlage, KWK-Umlage und sonst noch drin ist, alles dadurch ersetzen. Da landet man dann, wenn man den derzeitigen Einnahmen nimmt, bei etwa 125 Euro die Tonne CO2. Das ist dann eine Herausforderung für all diejenigen, die da unterwegs sind. Da muss ich dann darüber reden, dass wir, dass wir auch die entsprechenden Carbon Leakage Vorsorge treffen. Insofern ist es auch richtig, dass da die Verordnung jetzt bald auf den Tisch kommt. Aber es ist eben nicht so, dass wir jetzt hier einzelne Unternehmen oder Anwendungsbereiche herausdefinieren können. Im Gegenteil, im Grunde ist der Zug einer, der in die andere Richtung fährt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Greichen. So, jetzt probieren wir unser Glück nochmal mit Herrn Professor Tappe von der Uni Trier. Herr Tappe, bekommen wir eine Leitung mit Ihnen? Das sieht nicht so aus, hört sich nicht so an. Herr Tappe, falls Sie uns hören, wir rufen Sie jetzt an. Wir versuchen. Wir probieren es. Es tut mir leid, ich hoffe, man kann mich jetzt ganz altmodisch über das Telefon hören. Ja. Ich hatte eben irgendwie noch ein neues Mikrofon versucht, das hat auch nicht funktioniert. Vermutlich liegt es am Programm, aber jetzt funktioniert es ja hoffentlich. Gut. Ja, meine Damen und Herren, Frau Vorsitzende, vielleicht zu Beginn. Herr Wernsmann hat ja eben ausgeführt, dass er die Brennstoffemissionshandel oder die Festpreise jedenfalls für verfassungswidrig hält. Manche andere Stimmen sehen das ähnlich. Ich persönlich sehe das BEHG nicht für verfassungswidrig an. Ich sehe keinen Verstoß gegen Finanzverfassungsrecht, aber auch keinen gegen Grundrechte. Zunächst mal bei der CO2-Bepreisung handelt es sich auch bereits in der Einführungsphase nicht um eine Steuer, sondern um eine nichtsteuerliche Abgabe. Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal ist die Gegenleistung. Und wenn man von den Sonderabgaben absieht, die kommt hier nicht in Betracht, rechtfertigen sich solche nichtsteuerlichen Abgaben immer durch einen individuellen Sondervorteil. Steuern als Geldleistung werden voraussetzungslos geschuldet. Die Vorteilsabschöpfungsabgabe, daher hat sie auch ihren Namen, kann neben den Steuern erhoben werden, wenn es diesen individuellen Sondervorteil gibt. Entscheidend ist immer, dass mit dieser individuell zurechenbaren Leistung eine hinreichend scharfe Unterscheidung von der Steuer ermöglicht wird. Das wird üblicherweise mit dieser Formulierung Schutz- und Begrenzungsfunktion der Finanzverfassung umschrieben. Das Grundprinzip der Finanzierung durch die Steuer darf nicht durch weitere Abgaben ausgehöhlt werden. Das ist sozusagen das, womit ich mit Herrn Wernsmann sicher auch einig bin. Allerdings haben wir hier einen solchen individuellen Sondervorteil und den gibt ihn auch schon in der Einführungsphase, denn denjenigen Unternehmen,
die Emissionszertifikate erwerben, verschafft der Staat ja einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen, die die Emissionsberechtigung nicht haben, weil diese nicht zur Emission berechtigt. Und wegen dieses Sondervorteils handelt es sich nicht um eine Steuer. Es geht ja auch nicht um Einnahmeerzielung, sondern um das Sachziel Klimaschutz. Dennoch wird vielfach mit Blick auf diese Festpreise in der Einführungsphase ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz angenommen. Und diese verfassungsrechtliche Kritik bezieht sich in der Regel auf den von Herrn Bernsmann schon zitierten Bundesverfassungsgerichtsbeschluss vom März 2018. Und da heißt es, entscheidet sich der Gesetzgeber für eine Bewirtschaftung nach Marktgrundsätzen, muss das Gut mengenmäßig begrenzt sein. Hier muss man sich aber vor Augen führen, dass in der damaligen Entscheidung es gar nicht wirklich um Emissionshandel ging, sondern der Kläger hat gegen die Zuteilung der Zertifikate geklagt. Und vor diesem Hintergrund kann es nicht überzeugen, diese Knappheit an Emissionszertifikaten allgemein zum Voraussetzung für Vorteilsabschöpfungsabgaben zu machen. So ist völlig klar, ein Marktpreis kann sich nur entwickeln, wenn das Angebot begrenzt ist. Hier in der Einführungsphase brauchen wir den Marktpreis aber noch gar nicht, weil wir eine Einführungsphase haben. Die Festpreise dienen der Vorbereitung dieser Marktphase und erst in der Marktphase brauche ich dann logischerweise diese Verknappung. Dass sich in jeder Phase der Bewirtschaftung schon ein Marktpreis zu bilden hat, dieser individuelle Sondervorteil also nicht für diesen Übergangszeitraum auch durch den Gesetzgeber festgesetzt werden darf, um einen gewissen Anreiz für die Senkung zu schaffen und gleichzeitig vorzubereiten auf die Marktpreise, das lässt sich weder direkt aus der Verfassung noch aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom März 2018 ableiten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Tappe. Damit sind wir am Ende der Statements und kommen in die erste Frage- und Antwortrunde. Ich begrüße vom BMU jetzt Frau Staatssekretärin Schwarzenberg-Sutter. Herr Bronhold hat uns gerade verlassen, aber das BMU ist wie immer vertreten. Das Fragerecht geht als erstes an die Union und es beginnt Frau Weisgerber und Ihre Frage geht an Herrn Szymanski. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst möchte ich darauf eingehen, was Sie vorhin gesagt haben, Herr Szymanski, dass die Abgeordneten das Heft des Handels in der Hand halten sollten, auch weiterhin. Sie können sich darauf verlassen, dass wir das Heft des Handels in der Hand haben. Wir müssen ja das Gesetz auch beschließen und in den Berichterstattergesprächen haben wir durchaus sehr intensive Fragen auch ans Umweltministerium gestellt, weil es uns wirklich auch darum geht, einen wirksamen Carbon-Leakage-Schutz gleich zu Beginn zu bekommen. Warum brauchen wir den? Weil vor allem die energieintensiven Unternehmen in Deutschland, davon haben Sie gesagt, die Mehrheit Mittelständler, von der Bepreisung sehr stark betroffen sind und nur oder nicht wenige, sogar relativ viele Unternehmen nicht über Nacht auf einen anderen Energieträger ausweichen können. Und um diese Unternehmen zu unterstützen und auch die Wirtschaftskraft zu erhalten und unsere Spitzenposition beim Klimaschutz auch ausbauen zu können, brauchen wir einen Belastungsausgleich. Mich würde jetzt interessieren, wie muss nach Ihrer Meinung ein solcher Belastungsausgleich aussehen? Wie sollten die Kriterien gestaltet werden, nach denen dann die Branchen ausgewählt werden? Es ist auch noch mal wichtig für mich die Frage, wann müssten die Mittel fließen? Und wie gesagt, wie sehen die Kriterien aus? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich wieder hören. Danke für die Frage, Frau Weisgerber. Sie möchten wissen, wie der Carbon Leakage Schutz aussehen soll. Das allererste ist unbürokratisch. Ja, ich warne eindringlich davor, wenn man sich jetzt auf eine Rechtsverordnung verständigt, Copy and Paste mit anderen energierechtlichen Regelungen zu machen, Carbon Leakage System übernehmen, besondere Ausgleichsregelungen in irgendeiner Weise abschreiben oder Energiesteuerrecht nutzbar machen. Das sind mittlerweile administrative Monster, mit denen kein KMU wirklich mehr klarkommt. Das Zweite ist, wir brauchen für den Carbon-Leakage-Schutz, Sie haben nach der Begrenzung der Begünstigten gefragt, wir brauchen einen breiten Anwendungsbereich. Denn es ist völlig sinnlos und das ist schlicht und ergreifend die Situation, gerade ohne eine befriedigende Datenlage oder nur mit hochaggregierten Daten irgendwelche Listen mit begünstigten Branchen, wie beim EEG beispielsweise, zu schreiben oder formelhafte Maßstäbe vorzulegen, wann man gefährdet ist und wann nicht.
Ich sage Ihnen das jetzt schon, also aus der Erfahrung der letzten Jahre aus, da wird einfach jeder Regelungsversuch an der Realität scheitern. Was bleibt dann? Man kann in dem Sinne nur das produzierende Gewerbe an sich freistellen. Das ist eigentlich das einzig Sinnvolle als Ansatz für die Begünstigten. Und ich muss dazu erwähnen, dass auch die ersten Entwürfe zum BEHG-System ja immer nur von Verkehr und von Gebäudewärme zunächst gesprochen haben. Das mag da sinnvoll sein. In der Industrie können wir das nicht erkennen. Wann sollen Mittel fließen? Ja, die Belastung darf einfach nicht von vornherein anfallen. Es muss gewissermaßen ex ante entlastet werden. Aus dem einfachen Grund, wir haben das Geld nicht. Und wir haben in den KMUs auch nicht die Manpower, um in komplexen Verwaltungsverfahren uns das Geld erst nachher wieder zurückzuholen. Und das Letzte ist, der Carbon Leakage Schutz, der funktioniert nur mit rein finanzieller Entlastung. Das ist absolut keine Lösung, wenn man stattdessen, wie es jetzt im Gesetz steht, Investitionshilfen anbietet. Denn Investitionshilfen, die werden in der nächsten Zeit absolut erforderlich sein, ganz klar. Und wenn man aber kein Geld zum Investieren hat, dann nützen auch die Hilfen einfach nichts. Deswegen diese Bestimmung eigentlich aus dem Gesetz dringend gestrichen werden muss. Und Sie merken, es geht hier um die Details. Deswegen nochmal eindringlich, bleiben Sie als Bundestag, ich kann Sie da nur bestärken, in diesem Prozess drin, denn die Details sind wichtig. Die Details entscheiden darüber, ob was funktioniert, nicht das Konzept entscheidet darüber. Ja, denn beispielsweise, was Herr Greichen gerade vorführte, dass gewissermaßen das Absinken der Rohstoffpreise diesen Effekt des CO2-Handels aufzieht, das kann man hochaggregiert sicherlich rechnen. Es ist wesentlich besser, das Ganze nochmal wirklich auf der betrieblichen Ebene nachzurechnen und dort einfach zu sehen, wie funktioniert es. Deswegen lassen Sie uns mitmachen, nutzen Sie das. Sie kriegen kein besseres Fenster in diese Blackbox am Mittelstand. Wenn ich eine Umfrage rausschicke, rechnet mir das mal durch. Ich kriege 50, 60, 70, 80 Rückmeldungen. Ja. Und ganz wichtig, geben Sie uns allen bitte die notwendige Zeit dafür. Denn das System hat so weltweit eigentlich keiner noch so richtig ausprobiert, wenn es in einen Upstream-Emissionshandel reingeht. Und wenn es schief geht, dann ist es einfach für viele Unternehmen zu spät. So viel dazu. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Vielen Dank. Von der SPD werden Sie jetzt Herrn Mintrop und Herrn Gremmels hören. Und die Fragen richten sich an Herrn Wübbels und an Herrn Dr. Bartels. Bitte, Herr Mintrop. Ja, herzlichen Herr Dank. Tebs. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Zwei Vorbemerkungen von mir. Also ganz klar, aus Sicht der SPD gilt, Klimaschutz ist nicht alles, aber ohne Klimaschutz ist alles andere nichts. Also es ist eine sehr existenzielle Frage. Aber auch die zweite Vorbemerkung, eine Industrie kann man nur transformieren, wenn man sie hat und wenn man mit der Industrie zusammenarbeitet. Deswegen begrüße ich ausdrücklich die geäußerte Bereitschaft zum Dialog oder auch mit Herrn Dr. Bartels. Es geht nicht um das Ob, sondern es geht um das Wie. Und da wir nicht sicher sind, ob wir drei Runden haben, gebe ich jetzt den Herrn Tews die Möglichkeit, als Fachpolitiker zum Abfall zu sprechen. Danke. Ja, danke Klaus, danke Frau Vorsitzende. Also es geht um die Abfallverbrennung und um die Klärschlammverbrennung und ich teile auch die Sorgen, die hier geäußert wurden, zur Lenkungswirkung, auch zur Verdrängung ins Ausland. Aber meine Frage geht ja an den Herrn Wübbels und da habe ich zwei konkrete Fragen. In Ihrem Rechtsgutachten sagen Sie, dass quasi die Siedlungsabfälle keinem Emissionshandelssystem unterliegen. Aber tatsächlich ist es doch jetzt schon so, dass in einigen Ländern hier eben auch Gebühren für CO2 auch bei der Abfallverbrennung erhoben werden. Insbesondere in Niederlanden weiß ich, dass es so ist. Vielleicht können Sie da kurz Stellung zu beziehen. Und das Zweite ist, es gibt ja auch abfallrechtliche Ziele, wie zum Beispiel die Phosphatrückgewinnung, die wir auch erreichen wollen in diesem Bereich. Deswegen ist nachher die Ausgestaltung quasi, wie das überhaupt gehandelt werden soll mit Abfällen, die auch ja keine definierten Brennstoffe sind, besonders wichtig. Wir müssten die Rechtsverordnung in diesem Bereich aussehen, insbesondere für den biogenen Anteil, um die abfallpolitischen Ziele auch nicht zu gefährden. Danke. So, Sie teilen sich die 3,5 Minuten, bitte. Herr Wübbels. Herr Wübbels? Ja, ich höre Sie. Ich hatte jetzt nicht mitbekommen, dass es inzwischen schon weitergegeben war. Ich habe nur einen Teil der Frage von Herrn Tebs mitbekommen, aber ich will
versuchen, so im Kontext auch das entsprechend beantworten zu können. Also thermische Abfallbehandlung ist ja grundsätzlich ein Verfahren zum Schutz von Umwelt und Gesundheit. Und insofern sehen wir das gerade auch im Kontext der Entsorgung von Abfällen aus Haushaltungen im Rahmen der Corona-Pandemie, aber auch die Entsorgung von Sortierresten aus Recyclingprozessen, die Entsorgung von Dämmstoffen, die Flammenschutzmittel enthalten, verdeutlichen den umweltgerechten Umgang mit Siedlungsabfällen. Die energetische Abfallverwertung ist zugleich eine Maßnahme zum Klima- und Ressourcenschutz. Aus der Abwärme wird Energie, also Strom, Wärme, Kälte, Dampf gewonnen und damit der Einsatz fossiler Energieträger an anderer Stelle vermieden. Und aus der Schlacke werden Metalle und Ersatzbaustoffe gewonnen. Zugleich kann diese Form der Abfallverwertung in die Sektorenkopplung eingebracht werden, zum Beispiel durch die Nutzung von Power-to-Heat-Anlagen und perspektivisch kann es natürlich auch einen Beitrag, aber das ist ja sehr, sehr perspektivisch, zur Wasserstoffwirtschaft leisten. Vorrangige Aufgabe ist allerdings die Abfallentsorgung. Dabei müssen diejenigen Abfälle behandelt werden, die anfallen. Die, auf die Zusammensetzung der Abfälle, Herr Hasenkamp hatte das ja letztendlich auch schon ausgeführt, haben weder die Betreiber der thermischen Abfallverwertungsanlagen noch die Unternehmen, die den Siedlungsabfall einsammeln, Einfluss. Die einzige Lenkung, die ein nationaler Emissionshandel auf Siedlungsabfälle hervorrufen würde, wäre deshalb, dass in sehr kostenintensive Sortierunternehmen investiert werden müsste. Dies wäre allerdings ein Systemwechsel weg vom bisherigen Verfahren der überlassungspflichtigen Abfälle zur Beseitigung hin zu einem Konzept der Abfälle zur Verwertung am Markt und in Abfallexporte zum Recycling. Allerdings zeigen hier die Erfahrungen, dass die Bilanz der Recyclingquoten bei Gewerbeabfallgemischen oder die entstehende graue Energie die Klimabilanz nicht verbessern. Deswegen gibt es natürlich Einflussmöglichkeiten, um hier zu agieren, beispielsweise gegenüber den Abfallerzeuger, indem Vorgaben über die getrennte Erfassung gemacht werden. Man kann bei den Konsumenten dafür werben, dass sie eben halt über deutlichere Produktkennzeichnungen, über den Gehalt des fossilen Kohlenstoffs bewusster einkaufen. Man kann gegenüber den Herstellern und den Verkehrbringern von Produkten durch die Bepreisung von fossilen Kohlenstoff über eine Ressourcensteuer oder weitere Vorgaben zum Ökodesign oder zur Anforderung an die Recyclingfähigkeit wirksam werden. Grundsätzlich bleibt es aber dabei, dass man optimierte Strategien zur Abfallvermeidung oder zum Einsatz von Mehrwegprodukten vornehmen könnte. Denkbar ist zum Beispiel auch eine verpflichtende, zweckgebundene Klimaschutzabgabe in Abhängigkeit vom Entsorgungsweg. Eine Alternative bieten auch die aus biologisch abbaubaren Wertstoffen hergestellten Produkte, die sich sukzessive im Markt verbreiten. Mit anderen Worten, man kann eigentlich mehr auf nationaler Ebene machen, muss sich aber gleichwohl auch im Klaren darüber sein, die thermische Abfallverwertung nicht hochwertig recycelbarer Abfälle wird auf absehbare Zeit unverzichtbar sein. Und sie wird auch deshalb zukünftig sowohl in der Grundlast als auch durch ihre Flexibilitätspotenziale zur klimaneutralen Energieversorgung beitragen können. Vielen Dank. Dankeschön. Die Antwort von Herrn Dr. Bartels müssen Sie dann leider in der nächsten Runde doch einholen. Jetzt geht das Fragerecht an die FDP. Herr Dr. Köhler hat eine Frage an Herrn AfD. Ja. Ah, habe ich. Ich weiß, woran der Fehler liegt. Ich habe keinen. Doch, hier ist es. Herr Bernhardt, Entschuldigung. Ja, Fragerecht an die AfD, Herr Bernhardt. Und die Frage geht an Herrn Professor Dilger. Faktisch ja nichts anderes als eine CO2-Steuer für die Bürger. Ist ja eine massive Kostenerhöhung. Die Kosten für die Menschen und für die Unternehmen werden um mehr als das Doppelte, genauer gesagt um das 2,5-fache erhöht im Vergleich zur aktuellen Regelung. Jetzt ist es aber so, wenn man diese faktische CO2-Steuer eigentlich, kann man die nicht isoliert betrachten, sondern es gibt ja jede Menge Maßnahmen in diesem Bereich. Es gibt das EEG, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Treibhausgasgesetz, Emissionshandelsgesetz und so weiter, die Bürger und die Unternehmen belasten. Deswegen würde ich Sie einfach mal bitten, darzustellen, welche Belastungen
denn für die Bürger sich insgesamt und für die Unternehmen ergeben aus all diesen Maßnahmen, weil das ist ja das, was wirklich das Interessante ist. Und vor allem, wie wirken sich diese Belastungen auf die Lebenshaltungskosten, den privaten Konsum, die private Vermögensbildung und ganz allgemein auf den Wohlstand in der Bevölkerung aus? Und abschließend die Frage, was halten Sie oder wie beurteilen Sie das, denn so ein System, erst das Geld vom Bürger einzuziehen und es dann wieder unter ideologischen Prämissen zu verteilen aus volkswirtschaftlicher Sicht? Und vor allem, wie schätzen Sie denn die Verteilungsverluste und insbesondere die Fehlallokationen eines solchen Systems ein? Ja, also das System insgesamt ist natürlich sehr kompliziert, enthält sehr viele Steuern und Abgaben. Zum Teil ist auch nicht klar, zum Beispiel bei Netzentgelten, was die Gegenleistung ist. Also ist das eigentlich eine Abgabensache oder ist es tatsächlich auch für eine Leistung? Ich greife einfach mal die drei größten Positionen heraus. Die Energiesteuer ist größenordnungsmäßig bei 40 Milliarden Euro im Jahr. Es folgt die EEG-Umlage mit 32 Milliarden und dann die Stromsteuer mit 7 bis 8 Milliarden. Worüber wir jetzt hier reden, also sozusagen diese zusätzlichen Festpreise auf CO2 in den Sektoren Verkehr und Wärme, sind auch in der Größenordnung von 7 bis 8 Milliarden, also der Größenordnung der Stromsteuer. Also ungefähr 10% von der Belastung durch die großen Maßnahmen. Jetzt kommt hinzu, dass für diese neue eingeführte Bepreisung eher dann die Entlastung insbesondere bei der EEG-Umlage oder auch bei den Fernpendlern erfolgen soll. Das heißt, der unmittelbare Effekt jetzt auf die Bürger oder auch Unternehmen insgesamt ist eher gering. Aber natürlich gibt es Verteilungswirkungen, also Leute sind verschieden davon betroffen. Und es kommt hinzu, dass aus meiner Sicht diese EEG-Umlage noch weiter stark steigen wird, also tatsächlich eigentlich gar keine Entlastung erfolgt, sondern nur eine weniger starke Belastung in diesem anderen Bereich. Also insgesamt haben wir dann doch eine höhere Belastung. Dann hatten Sie noch gefragt nach der Verteilungswirkung und die ist eben in dem konkreten Fall schwer zu sagen, weil wer zum Beispiel viel Strom verbraucht, jetzt vielleicht einen Vorteil hat, wer viel Auto fährt, hat einen kleinen Nachteil. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass die Masse dieser Belastung beim privaten Haushalten ankommen wird. Also hier wird ja auch diskutiert, jetzt die Unternehmen und auch die öffentlichen Betriebe auszunehmen. Selbst wenn das nicht der Fall ist, werden die natürlich versuchen, über Preise und Entgelte das wieder umzulegen. Und wir reden also hier über eine Belastung größenordnungsmäßig von 1.000 Euro pro Person und durch diese zusätzliche Maßnahme von 100 Euro. Und die wirkt degressiv. Degressiv heißt, die Leute, die wenig verdienen, die geben natürlich für ihren Konsum relativ gesehen mehr aus und sind deswegen relativ gesehen mehr belastet. Wer mehr verdient, so wie ich, ist sozusagen absolut etwas höher belastet, aber relativ weniger belastet. Dankeschön. Ich hoffe, das beantwortet. Ja, jetzt geht das Fragerecht tatsächlich an die FDP. Herr Köhler, an Herrn Professor Wernsmann, bitte. Lassen Sie mich eine minimale Vorabbemerkung machen. Es gab ja jetzt einige, die gesagt haben, wir müssen die Kosten über die nächsten Jahre anpassen und den Preis sozusagen für das BERG erhöhen. Das finde ich ganz spannend, weil das größte Argument für einen Fixpreis ja immer war, dass es eine Planungssicherheit geben muss. Und wenn ich jetzt aber anfange, jedes Jahr darüber zu diskutieren, wie hoch der Preis eigentlich sein sollte und dass wir eigentlich noch viel mehr haben müssen, dann ist diese Planungssicherheit irgendwie nicht mehr gegeben. Das finde ich ganz interessant. Aber ich möchte eigentlich viel lieber Herrn Professor Wernsmann fragen. Sie haben ja die Ausführungen von Herrn Professor Tappe gehört, der, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Jurist, argumentiert, dass wir eigentlich gar kein marktwirtschaftliches System haben bis 2026 und wir deswegen keine Mengenbegrenzung brauchen, die es ja nicht gibt. Mich würde interessieren, ich bin kein Jurist, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie sich diese beiden Argumente miteinander vergleichen lassen. Ich hatte es irgendwann mal anders verstanden, weil dann müsste es ja eine staatliche Zuteilung geben. Dann müsste ja die Bundesregierung festlegen, wie viel CO2 ein Unternehmen ausstoßen darf, wenn ich das eben nicht über den Marktpreis regle. So hatte ich das mal verstanden, aber vielleicht liege ich da falsch. Würde mich freuen, wenn Sie mir das einschätzen könnten. Ja, vielen Dank für die Frage. Wenn ich auf die Argumentation von Herrn Tappe zurückkommen darf, wir sind uns ja in den meisten Punkten einig. Es gibt eigentlich nur zwei Dissenspunkte. Herr Tappe sagt, die Knappheit ist nicht Voraussetzung eines Sondervorteils.
Das kann man natürlich wissenschaftlich diskutieren und vertreten, ob davon abhängt, ob ich hier die Grenzen für Steuern umgehe. Allerdings, ich kann es nur noch mal sagen, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 5. März 2018, da unter Randnummern 35 FF, das kann jeder Ausschussmitglied nachlesen, hat das Bundesverfassungsgericht es anders gesehen. Bundesverfassungsgericht sagt, für Vorteilsabschöpfungsabgaben brauche ich eine mengenmäßige Begrenzung, weil ich sonst in eine unzulässige Nähe zur Steuer käme, die unzulässig wäre. Ich sehe es wie Herr Tappe, es ist hier keine Steuer, sondern es ist eine gegenleistungsabhängige Abgabe, aber die Grenzen sind nicht eingehalten. Das ist also der zentrale Dissenspunkt mit Herrn Tappe, ob hier ein Sondervorteil vorliegt oder nicht, der alleine eine gegenleistungsabhängige Abgabe, eine Vorteilsabschöpfungsabgabe rechtfertigen könnte. Und nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die ich ja in der schriftlichen Stellungnahme nachgewiesen habe und die jeder nachlesen kann, ist das nicht der Fall. Und der zweite Dissens mit Herrn Tappe besteht darin, Herr Tappe hat gesagt, die Festpreise dienen der Vorbereitung auf die spätere Ausgestaltung ab 2027 und übergangsweise in der Einführungsphase kann man da auch Festpreise zur Erprobung sinngemäß vorsehen. Allerdings liegt ja hier der Fall so, dass die Festpreise nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unzulässig sind. Und man kann auch nicht sagen, dass übergangsweise oder für Übergangsrecht der Gesetzgeber sich von den Bindungen an die Verfassung freistellen kann. Erklärbar ist es eigentlich nur so, dass man denkt, also bis das Bundesverfassungsgericht mal entscheidet und so riesige Milliardensummen umverteilen, das wird es dann schon nicht machen. Aber mit den Kriterien des Verfassungsgerichts ist es nicht vereinbar und auch für einen Übergangszeitraum gilt natürlich die Bindung des Gesetzgebers an die Verfassung. Und als Beispiel habe ich ja die Kernbrennstoffsteuerentscheidung des Bundesverfassungsgerichts aufgeführt, wo, glaube ich, 10 Milliarden an die Stromerzeuger zurückgezahlt werden mussten oder 8 Milliarden, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, und je schneller natürlich eine Entscheidung des Verfassungsgerichts käme, die natürlich dann wünschenswert wäre, desto schneller wird dann auch Klarheit da sein. Ich sehe jedenfalls keinerlei Indizien für eine Änderung des Rechtsprechungskurses des Bundesverfassungsgerichts. Die Rechtsprechung zu den Vorteilsabschöpfungsabgaben geht los mit der Entscheidung vom November 1995 zum Wasserpfennig. Und da sind im Grunde die Leitplanken schon klar benannt worden. Und wenn man so will, hat die Kammerentscheidung von 2018 dann noch die Kästchen ausgemalt, weil die verfassungsrechtliche Rechtslage aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts zu den Vorteilsabschöpfungsabgaben und zu deren Rechtmäßigkeitskriterien schon geklärt war vorher. Und insofern sehe ich also keinerlei Anlass zu prognostizieren, dass hier eine Rechtsprechungsänderung inhaltlich möglich sein sollte. Das ist natürlich nie ausgeschlossen, aber ich würde das für sehr unwahrscheinlich halten. Also ich habe mich ja in der Stellungnahme auch und auch in dem Gutachten an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts orientiert. Dankeschön. Für die Linke hat Herr Lenkert eine Frage an Herrn Hasenkamp. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es ist also offensichtlich aus unserer Sicht, dass dieses Brennstoffemissionshandelsgesetz zu sozialen Verwerfungen führt. Und wenn soziale Verwerfungen zu groß werden, geht die Akzeptanz der Energiewende verloren. Und hinzu kommt auch, es muss als gerecht empfunden werden. Und Mieterinnen und Mieter haben zum Beispiel keine Chance, die Wahl des Heizsystems zu beeinflussen. Dem Vermieter kann es egal sein, er reicht die Kosten durch. Bei der Müllentsorgung ist es ähnlich. Einen großen Einfluss auf die Müllmengen hätten Handel, hätten Hersteller, hätten wir mit der Gesetzgebung im Verpackungsgesetz bzw. im Abfallrecht. Mieterinnen und Mieter haben eher keinen großen Einfluss, insbesondere deshalb nicht, weil gerade niedrige Einkommen gar keine Wahl haben, umweltfreundliche, recycelbare bzw. wiederverwendbare Produkte zu kaufen, weil die um ein Vielfaches teurer sind als konventionelle mit großen Abfallmengen. Insofern frage ich Sie, Herr Dr. Hasenkamp, welche Auswirkungen hätte die Einführung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes mit einem CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne auf ihre Kostenstruktur? Mit welchen Steigerungen müssten die Abfallgebührenzahlerinnen rechnen? Wie wäre die Belastung für die Gebührenzahlerinnen bei einem CO2-Preis von 100 Euro je Tonne? Und als zweite Frage, welche Investitionen haben Abfallbetriebe getätigt, geplant, um die Energiewende und die Klimaziele zu unterstützen und werden diese Investitionen durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz teilweise entwertet? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Lenkert. In der Tat, die
Bürgerinnen und Bürger. Das hat auch die Entwicklung der Menge der Siedlungsabfälle in den letzten Jahren, Jahrzehnten gezeigt, nur einen sehr begrenzten Einfluss auf die Menge und die Zusammensetzung der Abfälle, die sie produzieren. Trotz mannigfaltiger gesetzlicher Regelungen ist auch insbesondere der Verpackungsanteil weiterhin kontinuierlich angestiegen, wie der Siedlungsabfälle ebenso. Die Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf Menge und Zusammensetzung von Abfällen, sind natürlich stark einkommensabhängig. Die reparaturfähigen Produkte, die wir gerne hätten, um auch Wiederverwendung noch zu praktizieren, was im Kreislaufwirtschaftsgesetz vorgeschrieben ist, das heißt, hochwertige Materialien einzusetzen mit einer langen Lebensdauer, sind in der Regel teurer. Es macht deshalb nur einen kleinen Einfluss aus, für diese Haushalte tatsächlich auch direkten Einfluss nehmen zu können. Eigenheimbesitzer sieht es ein bisschen anders aus. Die können kontrollierter beeinflussen, Mieter in Mehrfamilienhäusern eigentlich kaum. Die Menge der Abfälle, die hat sich zurzeit so bei etwa 450, 460 Kilo pro Einwohner und Jahr eingependelt. Das ist im Grunde genommen so der statistische Durchschnittswert. Wenn ich jetzt mal gucke mit der Startbepreisung auch von CO2, das haben wir hier gerechnet bei uns, wird damit verbunden eine Größenordnung von etwa 5-10% in der Abfallgebühr, die dann der Aufwand höher wird. Das sind Zahlen, die hier meine Kollegen aus dem Ruhrgebiet im Benachbarten auch ermittelt haben, Dortmund, Duisburg. Ich kann Ihnen ganz konkret benennen, was das hier für den Münsteraner Haushalt bedeutet hat, als wir im letzten Jahr 32,50 Euro Abgabe in die Niederlande zusätzlich bepreisen mussten. Das geht hier auf meine Sortierreste drauf. Das machte einen Zusatzaufwand für unser Unternehmen von 1,5 Millionen Euro. Und das hatte einen Gebühreneffekt von rund 5% für die Gebührenzahler oder ausgedrückt knapp 4,90 Euro pro Person und Jahr, die dort entsprechend aufgelegt worden sind. Wenn ich im Grunde genommen dann beliebig eigentlich skaliere auch den Belastungseffekt auch in die Richtung, die Herr Lenkert gefragt hat, was passiert denn bei 100 Euro pro Tonne, die ich dann da drauflege, ist das natürlich ein linearer Anstieg, der dann zu verzeichnen ist. Das heißt, über die Zeit würden sich die Steigerungsgrößenordnung von 5% jährlich wiederholen und perpetuieren, bis wir dann irgendwann mal vom Status quo heute ausgehend vielleicht einen Preisanstieg von 25-30% zu realisieren hätten. Das sind natürlich für die Haushalte einschneidende Entwicklungen. Auf der einen Seite würden sie sicherlich auch durch den Versuch, die EEG-Kosten herunterzubringen, im Strompreisbereich ein Stück weit entlastet. Aber dieselbe Haushaltstasche, die sonst durch den Strom belastet wird, wird dann über den Abfall wieder zusätzlich belastet. Und wir fürchten auch, dass hier tatsächlich eine Überkompensation stattfindet. Das heißt, die Entlastung wird in keinem Falle so hoch sein wie die Belastung, die dann damit einhergeht. Dankeschön. Damit geht das Fragerecht an die Grünen. Frau Badung hat eine Frage an Herrn Dr. Greichen. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich wollte noch mal auf den Zweck des Gesetzes hinweisen, den wir in § 1 finden. Da heißt es, es geht um die Bepreisung von Emissionen aus Brennstoffen zur Erreichung unserer Klimaschutzziele im Bereich Verkehr und Wärme. Ich habe den Eindruck, dass es vielleicht hier einige aus den Augen verloren haben. Das heißt, wir wollen mehr CO2 einsparen. Und es kann selbstverständlich keine Lenkungswirkung geben, wenn für alle alles gleich bleibt. Abstrakt CO2 einsparen, was hier alle Sachverständigen gesagt haben, dass sie das wollen, heißt konkret, dass auch Akteure mehr zahlen, wenn sie CO2 in die Luft abgeben. Das möchte ich nochmal festhalten. Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie, Herr Greichen, gern fragen, wie beurteilen Sie die zwei Forderungen, die vorgebracht wurden, zum einen von Herrn Schimanski, das produzierende Gewerbe vollkommen auszunehmen vom CO2-Preis und zum anderen die Siedlungsabfälle vollkommen herauszunehmen? Die Verbrennung ist ja für hohe CO2-Emissionen verantwortlich. Wie beurteilen Sie das in Hinsicht auf das Level Playing Field und die ökologische Lenkungswirkung des CO2-Preises? Ja, vielen Dank für die Frage. Also in der Tat, ein Emissionshandel heißt, dass CO2 teurer wird. Und wenn ich dann jetzt mit einer langen Ausnahmeliste komme, wo ich diese ganze sozusagen Anreizwirkung wieder zurückdrehe, brauche ich es auch gar nicht erst anfangen. Und insofern, wenn wir nochmal kurz darauf hinweisen, gerade in diesen Minuten hat Frau von der Leyen in Brüssel erklärt, das nächste Klimaschutzziel Erhöhung. Das heißt, wir werden über einen höheren CO2-Preis reden, als der hier jetzt im Gesetz steht. Und insofern muss man sich sozusagen darauf einstellen, dass CO2 teurer wird und es allenfalls Übergangsmechanismen geben kann, um Härten auszugleichen. Was heißt das beim Thema Carbon Leakage? Man wird sehr genau hingucken müssen, wie die Be- und Entlastungssituation für Unternehmen ist.
und Carbon Leakage Schutz gibt es dann für Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, wo außerhalb Deutschlands diese Belastung nicht erfolgt ist. Und nur für diejenigen und nicht für jeden, der jetzt eine höhere Belastung hat. Denn sonst wird die Anreizwirkung ja nicht entfaltet. Das zweite Element ist, natürlich gehört die Entlastung auf der Stromseite unmittelbar in die Rechnung hinein. Ich kann nicht einfach nur die Belastung nehmen, ich muss immer auch schauen, dass die Entlastung da ist, denn das ist ja genau die Anreizwirkung, raus aus Öl- und Gasverbrauch, rein in Richtung erneuerbaren Stromverbrauch und so werden dann am Schluss die Emissionen gesenkt. Insofern, man wird sich da sicherlich anlehnen können an das, was im EU-Emissionshandel bereits an Carbon Leakage-Regelungen schon existiert. Und das kann man auch entsprechend analog fürs Brennstoffemissionshandelsgesetz dann aufbauen hier in Deutschland. Und das sollte man wahrscheinlich bis Jahresende auch machen, damit da sozusagen Ruhe an dieser Stelle herrscht. Aber sozusagen, es kann nicht sein, dass die Liste auf einmal immer länger wird. Zum Thema Müll. Es gilt natürlich gerade auch für Müll. Also das ist der größte Bereich übrigens an CO2-Emissionen, die nicht im Emissionshandel sind und wo trotzdem was verbrannt wird. Und insofern kann ich nicht jetzt die Müllverbrennung sozusagen, die weder im EU-ETS ist, noch im Brennstoffemissionshandel, sagen, die ist jetzt hier free-floating. Da gibt's keinen CO2-Preis, weder im einen noch im anderen System. Auch da muss der CO2-Preis eine Wirkung entfalten, die dann natürlich letzten Endes dazu führt, dass Müllverbrennung ein bisschen teurer wird und die Alternativen besser geprüft werden, als dann natürlich wäre auch Müllvermeidung. Also die Tatsache, die jetzt hier immer im Raum stand, dass es gibt keine Alternative, ist natürlich falsch. Ich kann natürlich deutlich die Müllmengen, die wir haben, reduzieren und da fängt man auch erst an, darüber nachzudenken, wenn Müllverbrennung teurer wird. Insofern nochmal grundsätzlich zu der gesamten Logik, wir werden in eine Welt kommen, bei der, ich zitiere jetzt einfach mal andere, ja nicht Agora, den VW-Chef Diess, der gesagt hat, meines Erachtens brauchen wir einen CO2-Preis in der Größenordnung von 100 Euro die Tonne, damit sozusagen das klare Signal ankommt, das ist jetzt etwas, aus dem man raus muss. Und ich gehe fest davon aus, dass das in der nächsten Legislaturperiode ansteht, über einen Free-Floating-Emissionshandel oder über einen Festpreis, wie auch immer. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der ersten Runde. Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen den Vorschlag machen, dass wir vielleicht noch zwei Runden mit je 3 Minuten machen. Dann kann man gezielt einen Sachverständigen fragen und wir hätten noch mal 2 Fragemöglichkeiten für jede Fraktion statt noch einer Runde mit 5 Minuten. Was halten Sie davon? Ja? Gut, dann machen wir das so und Frau Weisgerber beginnt mit einer Frage an Herrn Professor Tappe. Ja, ich habe den Herrn Professor Tappe wieder telefonisch zugeschalten. Herr Professor Tappe, ich wollte Sie noch mal zu Herrn Wernsmanns Meinung befragen. Für diese Meinung in der Konsequenz dazu, dass im Endeffekt von Anfang an nach seiner Meinung eine komplette freie Preisbildung am Markt stattfinden muss und auch eine komplette Mengenbegrenzung von Anfang an stattfinden muss. Und warum sind Sie der Meinung, dass sich das Bundesverfassungsgerichtsurteil, das herangezogen wird, warum das hier nicht einschlägig ist und inwiefern geben sich aus diesem Urteil auch Spielräume? Und können Sie auch noch mal erläutern, warum sich Ihrer Meinung nach die Mengenbegrenzung, dass die notwendig sei, nirgendwo ableitet? Ich würde es auf laut machen. Ja, vielen Dank für die Frage. Zunächst mal, ich wundere mich ein bisschen darüber, dass hier so getan wird, als gäbe es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die man gewissermaßen nur als Schablone über den nationalen Emissionshandel legen müsste, um dann eine Antwort zu haben. Es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum europäischen Emissionshandel. Genauer gesagt ist die gar nicht zum europäischen Emissionshandel ergangen, noch nicht mal zum Gesetz, dass das europäische Emissionshandelssystem umsetzt, sondern zum Zuteilungsgesetz.
Herr Wernsmann hat gerade schön zitiert aus der Entscheidung. Ich kann auch zitieren, der erste Satz direkt: Die Beschwerdeführerin wendet sich gegen die anteilige Kürzung von Emissionsberechtigung. Darum ging es. Es ging also um eine Kürzung von Berechtigung. Es ging um eine mengenmäßige Begrenzung. Und vielleicht sollte man das auch noch sagen, das Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung das Ganze für verfassungsmäßig gehalten. Mehr noch, es hat die Entscheidung gar nicht zur Verfassungsbeschwerde, hat die Verfassungsbeschwerde gar nicht zur Entscheidung angenommen. Und daraus jetzt zu konstruieren, als gäbe es eine klare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die praktisch den nationalen Emissionshandel noch bevor dagegen überhaupt beklagt worden ist, für verfassungswidrig erklärt, das geht dann vermutlich doch ein bisschen weit. Und das ist auch insofern kein Kästchen ausmalen, wie Herr Wernsmann das bezeichnet hat, denn was da ausgemalt wird, ist etwas völlig anderes als das, was das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zum Wasserpfennig entschieden hat. Es gibt gewisse Grundzüge, die, wie gesagt, in der Entscheidung zum Wasserpfennig getroffen worden sind. Die aktuelle Entscheidung aus 2018 hat damit praktisch nichts zu tun, denn da ging es um einen völlig anderen Sachverhalt. Aber in der Entscheidung zum Wasserpfennig gibt es gewisse Anforderungen, die man weiterdenken könnte in die Argumentation von Herrn Wernsmann. Das ist richtig. Was man aber auch feststellen muss, ist, dass in der gesamten Entscheidung zum Wasserpfennig nicht einmal das Wort mengenmäßige Begrenzung auftaucht. Da taucht auch kein Cap auf, da taucht gar nichts in der Richtung auf. Das Einzige, was da auftaucht, ist die Formulierung, dass es sich bei Wasser um eine knappe natürliche Ressource handelt. Und das finden wir entsprechend wieder in der Entscheidung vom 5. März, wenn es nämlich heißt, dass die saubere Luft eine knappe Ressource ist. Und darin haben wir eine gewisse Vergleichbarkeit. Und diese Vergleichbarkeit führt aus meiner Sicht eben gerade nicht dazu, dass hier irgendetwas verfassungswidrig ist, sondern im Gegenteil, dass man davon ausgehen kann, dass es hier auch eine gewisse Toleranz gibt, gewisse Spielräume gibt. Herr Wernsmann hat das Beispiel Kernbrennstoffsteuer genannt und als Herr Professor Tappe, in den Raum gestellt, dass hier auch mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Sie müssen zum Ende kommen. Ach so, Entschuldigung. Den Satz können Sie vielleicht noch zu Ende führen. Ja, dass hier mit einer Entscheidung zu rechnen ist, die das Gesetz für nichtig erklärt. Man muss dazu sagen, bei der Kernbrennstoffsteuer ging es um eine Kompetenzfrage. Hier geht es um eine Gleichheitsfrage und in gleichheitsrechtlichen Entscheidungen geht das Bundesverfassungsgericht üblicherweise ganz anders vor und lässt dem Gesetzgeber eine Frist zur Neuregelung, weil ja der Gleichheitsverstoß in zwei verschiedene Richtungen aufgelöst werden kann. Danke schön. Vielen Dank. Ich weise Sie noch mal darauf hin, liebe Sachverständige. Wir haben uns gerade darauf verständigt, dass Frage plus Antwort nur noch 3 Minuten betragen, damit wir Sie noch zweimal befragen können, anstatt nur noch einmal mit 5 Minuten. Das heißt natürlich, dass Fragesteller und Antwortende sich etwas kürzer fassen müssen. Jetzt hat Herr Kremmels das Wort und ich nehme an Herrn Dr. Bartels. Ja, Frau Vorsitzende, meine Frage richtet sich an Herrn Wibbels vom VKU. Ich kann es auch ganz kurz machen. Ich würde Sie noch mal bitten, deutlich zu machen, welche Auswirkungen denn das BEHG auf KWK-Anlagen aus Ihrer Sicht hat. Vielen Dank. Ja, will ich gerne machen, Frau Vorsitzende. Die Kraft-Wärme-Kopplung, das ist vielleicht die Vorbemerkung, nach dem Verzicht auf die Nutzung von Kernenergie, Braun- und Steinkohle für die Versorgungssicherheit natürlich mit der Bevölkerung, mit Strom und Wärme von erheblicher Bedeutung. Und gerade die Stadtwerke haben in erheblichem Umfang mehr als 12.000 Megawatt installierter Kapazität, um eben halt diesen Beitrag zu leisten. Die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme, ein Alleinstellungsmerkmal der Klimaschutztechnologie KWK, führt in der aktuellen Ausgestaltung der nationalen CO2-Bepreisung, die wir ja grundsätzlich begrüßen, ich habe das zu Beginn gesagt, zu einer systematischen Benachteiligung von kleinen KWK-Anlagen. Das heißt also, es sind die Anlagen, die eine Feuerungswärmeleistung unter 20 Megawatt haben. Die Benachteiligung vom Gesetzgeber nicht korrigiert, wird die erst vor wenigen Wochen vom Bundestag beschlossene Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz entwertet, die ja eher den Ausbau, die Modernisierung von Kraft-Wärme-Kopplung unterstützen soll. Die Betroffenheit gilt insbesondere für den Einsatz von KWK in kleineren Wärmenetzen und Nichtwohngebäuden. Die Stadtwerke betreiben rund 1.000 kleine KWK-Anlagen. Diese bilden das Rückgrat für kommunale Wärmenetze in mittelgroßen und kleinen Städten sowie für viele gebäudeintegrierte Energieversorgungskonzepte. Der Grund für die Benachteiligung sind höhere Stromerzeugungskosten. Die Wärmeerzeugung und die Stromerzeugung wird bei der KWK mit CO2-Kosten nach dem BEHG belastet.
Die Weitergabe der mit der Stromerzeugung verbundenen CO2-Kosten über die Strombörse ist jedoch nicht möglich, da diese kleinen Anlagen nicht preissetzend sind. Damit erfolgt die Weitergabe der gesamten CO2-Kosten in der Regel vollständig an den Endkunden, mit der Folge, dass die Fernwärmepreise erheblich erhöht werden müssten. Wir haben verschiedene Beispiele in der Größenordnung von 10 bis 12 und teilweise 16% von unserem Mitgliedsunternehmen bekommen. Dadurch wird die Fernwärme gegenüber reinen Wärmeerzeugern, zum Beispiel am Erdgaskessel im Gebäude, wirtschaftlich unattraktiver. Im Jahr 2025 müsste ein Kunde mehr als 100 Euro pro Jahr mehr bezahlen. Dies hätte zur Folge, dass KWK-Wärme vermehrt durch Kesselwärme verdrängt wird. Zugleich wären Investitionen in neue KWK-Anlagen kaum noch wirtschaftlich vertretbar und der Ausbau der Fernwärme, der ja vom Gesetzgeber eigentlich gewollt ist, würde gefährdet. Diese Benachteiligung kann also eigentlich politisch nicht gewollt werden und deswegen plädieren wir dafür, um die Schlechterstellung der im BEHG betroffenen Anlagen zu vermeiden gegenüber der getrennten Erzeugung von Strom und Wärme, dass klargestellt wird im BEHG, dass fossile Brennstoffemissionen, die durch eine im Sinne des Klimaschutzes hocheffiziente Brennstoffnutzung entstehen, mit einem reduzierten Emissionsfaktor belegt werden können. Und dazu haben wir auch einen Formulierungsvorschlag vorgelegt. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Bernhard befragt jetzt Herrn Professor Dilger. Bitte. Ja, Professor Dilger, Sie hatten ja vorher gesagt, dass wir momentan mit die Bürger und die Unternehmen mit 80 Milliarden in diesem ganzen Thema CO2 belastet sind. Jetzt wird es nochmal um 8 Milliarden erhöht. Jetzt sind es ja rein nationale Maßnahmen im Wesentlichen, teilweise vielleicht noch Maßnahmen der Europäischen Union, aber im Wesentlichen in Deutschland. Jetzt werden also die Unternehmen genötigt, in Deutschland CO2-neutral zu produzieren oder CO2-frei. Und der einfachste Weg ist, wäre ja doch jetzt eigentlich zu sagen, wir verlegen unser und schließen das Unternehmen hier, verlegen es nach China, wo wir ja nach dem Pariser Klimaabkommen bis 2030 völlig unbegrenzt CO2 ausstoßen können. Da jetzt die Frage, welche langfristigen Auswirkungen sehen Sie auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und die Arbeitsplätze am Industriestandort Deutschland, insbesondere auch unter dem Aspekt, dass Deutschland gerade mal 1,8% der menschengemachten Emissionen hat, während China etwa 30% hat und seine Emissionen jedes Jahr um den Anteil Deutschlands erhöht. Und insbesondere noch die Frage, die Preise bestimmen sich immer nach Angebot und Nachfrage. Und wenn wir hier die Preise in Deutschland für Benzin beispielsweise teurer machen, dann wird hier weniger verbraucht, dann ist aber auf dem Weltmarkt mehr zur Verfügung, dann sinken dort die Preise, dann wird dort wieder mehr verbraucht, wird nicht dadurch eigentlich der ganze Effekt, den wir hier machen, verpufft der nicht eigentlich auf einem globalen, wenn man das einfach mal global betrachtet, als ist das eigentlich nicht relativ wirkungslos, was wir hier machen. Das ist die Hauptfrage. Gut, vielleicht beginne ich gleich mit der Hauptfrage. Ich habe nochmal nachgeguckt, 2018 gibt es sozusagen jetzt gültige Zahlen, 2019 ist noch nicht sicher, 2020 Pandemie, wissen wir auch nicht genau, wie die wirkt. China hatte dann weltweit 27,5% der CO2-Emissionen. An zweiter Stelle kommen die USA mit nur noch 14,8. Die ganze EU liegt da drunter und Deutschland lag bei 2%. Und das zeigt eben, dass sozusagen hier die Anstrengung in dem absoluten Effekt nicht wirklich ins Gewicht fallen. Also das Wachstum weltweit an Emissionen ist größer als alles, was Deutschland noch ausstößt. Und das heißt, entweder muss man diese Politik international einbinden, also wir müssen die Chinesen dazu kriegen, dass sie zum Beispiel weniger steigern, das würde mehr bringen als alles, was wir sparen. Zumindest müsste man die EU ja mit einbinden. Oder wir müssten vorbildhaft sein. Also wir müssten zeigen, dass wir das hier viel besser machen als alle anderen und die Chinesen von sich aus sagen, das finden sie auch ganz toll. Und ich glaube nicht, dass das erreichbar ist mit dieser Idee, wir erhöhen einfach den Preis. Das möchte ich auch nochmal sagen in Richtung der Grünen. Die Grundlogik ist nicht ein hoher Preisspart hier, sondern wir haben ein Mengenziel. Und wenn das Mengenziel erreicht, ist es umso besser, wenn der Preis niedrig ist. Also wir wollen ein Mengenziel erreichen, aber das wollen wir zu möglichst geringen Kosten erreichen. Das ist der Witz bei dem Zertifikatehandel. Und von daher sehe ich so, also Deutschland hat eine relativ kleine Rolle und die privaten Haushalte sind übrigens die Hauptleidtragenden. Die Unternehmen werden sich irgendwie rausziehen, ins Ausland gehen oder auch jetzt hier Ausnahmen bekommen. Dankeschön. Herr Köhler hat erneut eine Frage an Herrn Professor Wernsmann, bitte.
Ja, Herr Professor Wernsmann, nachdem Herr Tappe ja so, zumindest in Ansätzen schon zurückgerudert ist, würde ich mich allerdings fragen, er hat ja einen ganz besonderen Punkt aufgemacht und deswegen zwei Fragen. Er hat gesagt, dass eigentlich Ihre Argumentation und das Gutachten gegenstandslos wäre, weil sich ja das, oder zumindest in die falsche Richtung gehe, weil das die Kammerentscheidung 2018 ja gar nicht den Emissionshandel zum Gegenstand hätte. Da habe ich einfach zu wenig Ahnung aus juristischer Sicht, ob das korrekt ist oder nicht und in welche Richtung man so eine Entscheidung interpretieren kann. Frage 1, Frage 2, ich finde das einen sehr spannenden Streit und würde mich interessieren, würden Sie uns empfehlen, als Abgeordnete und als Bundesregierung, das da klären zu lassen, wo es am Ende geklärt werden müsste, nämlich beim Bundesverfassungsgericht? Würden Sie also sagen, wir sollten eine Normenkontrolle anstreben, um diesen Streit zwischen vielen, also Ihnen und vielen Kollegen, die Ihren Meinungen zustimmen, und Herrn Tappe, dass wir das geklärt bekommen? Das würde mich interessieren. Danke. Ja, vielen Dank. Zur ersten Frage, Gegenstand der Entscheidung von 2018. Herr Tapp hat gesagt, das war ein anderer Fall, ging nicht um mengenmäßige Beschränkung. Die Verfassungsbeschwerde wurde damals nicht angenommen. Aber trotzdem sind die Rechtsausführungen in der Entscheidung ja enthalten. Und die wurde deshalb damals nicht zur Entscheidung angenommen, die Verfassungsbeschwerde, weil damals die Kriterien des Bundesverfassungsgerichts eingehalten waren. Also in der Konsequenz, wenn der Bundesgerichtshof zum Beispiel Diebstahl definieren würde und sagen würde, Diebstahl setzt das und das und das voraus, diese Kriterien liegen in diesem Fall nicht vor. Deswegen müssen wir freisprechen, weil kein Diebstahl vorliegt. Da würde ja in der Konsequenz Herr Tappe sagen, aus der Entscheidung darf ich nicht zitieren, wenn ich jetzt prüfe, ob es Diebstahl ist. Also damals in der Entscheidung waren die Kriterien mit mengenmäßiger Begrenzung und so weiter erfüllt. Damals gab es bei dem damaligen Gesetz das Problem nicht. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das Gesetz damals war verfassungsrechtlich okay. Aber trotzdem sind ja in der Entscheidung die Ausführungen gemacht worden. Und es ist auch ganz klar gesagt worden in der Entscheidung, dass also eine Vorteilsabschöpfungsabgabe ohne Sondervorteil, ohne Preisbildung keinen Sinn macht. Das Bundesverfassungsgericht ist da sehr deutlich gewesen. Ich empfehle wirklich jedem, das nochmal nachzulesen. Vielleicht, bevor ich zu Ihrer zweiten Frage komme, noch zwei Dinge zu der Stellungnahme von Herrn Tappe. Er hat gesagt, bei der Wasserpfennig-Entscheidung ging es um andere Sachen. Das war allerdings die Wasserpfennig-Entscheidung baden-württembergischer Wasserpfennig 1995 im 93. Band. Da ging es auch um Vorteilsabschöpfungsabgaben. Und das ist die erste Entscheidung, wo das Bundesverfassungsgericht angefangen hat, Kriterien für Vorteilsabschöpfungsabgaben zu entwickeln. Und die ist natürlich einschlägig. Damals ging es um das knappe Gut Wasser. Heute geht es um das knappe Gut Luftreinheit. Bundesverfassungsgericht hat wiederum in der Entscheidung vom 5. März 2018 gesagt, auch Luftreinheit und so weiter. Die Luft kann nur eine bestimmte Menge von CO2 aufnehmen, damit das alles verträglich bleibt. Das ist natürlich derselbe Fall. Ressourcenschonung und so weiter. Und zu der Frage, Herr Tapp hat gesagt, bei der Kernbrennstoffsteuer ging es um Kompetenz, deswegen rückwirkende Nichtigerklärung. Da würde ich natürlich sagen, Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die Kernbrennstoffsteuer dürfen weder Bund noch Länder regeln. Das ist zwar eine Kompetenzfrage, aber es sind die materiellen Kriterien gewesen, die aus der Verfassung abgeleitet wurden. Und das ist hier dasselbe. Welche Anforderungen gibt es, damit hier die Vorteilsabschöpfungsabgabe verfassungsgemäß ist? Und da sehe ich im Grunde den Fall ähnlich wie bei der Kernbrennstoffsteuer, dass da auch eine rückwirkende Nichtigerklärung, jedenfalls nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, angezeigt wäre. Dankeschön. Zweite Frage, Dankeschön. Sie haben gefragt, ob es nicht sinnvoll wäre, das vorab klären zu lassen durch das Bundesverfassungsgericht. Es wird natürlich individuelle Klagen wahrscheinlich geben, also entweder Klage vom Verwaltungsgericht, dann irgendein Verwaltungsgericht wird sicher überzeugt sein von der Verfassungswidrigkeit, wird dann vorlegen ans Bundesverfassungsgericht, aber das wird natürlich länger dauern. Alternative wäre abstrakte Normenkontrolle, aber da bräuchte man natürlich ein Viertel der Mitglieder des Bundestages. Die FDP hat mal einen Organstreit gemacht in den 90er Jahren und hat damals die Fragen geklärt, Parlamentsvorbehalt für Militäreinsätze im Ausland, obwohl sie selber an der Bundesregierung beteiligt war. Das könnte man natürlich hier machen und man hätte dann natürlich schnell Rechtssicherheit. Das wäre natürlich unter dem Gesichtspunkt sehr zu begrüßen, dass schnell Rechtssicherheit da ist, im Interesse aller Beteiligten natürlich. Dankeschön. Herr Lenkert, Ihre Frage an Herrn Dr. Greichen, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die Linke fordert CO2-Preise im Stromsektor und dort sehen wir ja beim derzeitigen Zertifikatspreis auch eine deutliche Lenkungswirkung. In den Bereichen Verkehr und Wärme sind wir der Meinung, dass man mit Ordnungsrecht und mit Unterstützung, also mit Investitionszuschüssen, eine deutlich zielgenauere CO2
Reduzierung hinbekommen. Die nationale CO2-Bepreisung im Bereich Wärme und Verkehr lehnen wir daher ab. Denn wie Sie ja eben ausführten, müssten investitionslenkende CO2-Preise im Bereich von 150 Euro je Tonne bewegen. Dann hätten wir erhebliche soziale Kollateralschäden, die auch über Ausgleichsmechanismen kaum korrigierbar wären, gerade Härtefälle mit Mehrfachbelastung im ländlichen Raum. Wie sehen Sie es, dass die Akzeptanz für den Klimaschutz erhalten bleibt? Wie wollen Sie sicherstellen, dass starke Schultern mehr tragen als schwache Schultern? Das heißt, wie sind die Vorstellungen von der Agora-Energiewende soziale Verwerfung zu vermeiden? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Lenkert. In der Tat, ich halte das für die zentrale Herausforderung im Zuge des Weges in Richtung Klimaneutralität. Und im Prinzip haben wir zwei große Themen, das ist Wärme und das ist Verkehr. Bei Wärme muss man sich die Frage stellen, inwieweit wir in Richtung Warmmieten gehen. Und das heißt, dass dann höhere Energie- und dann auch CO2-Preise im Kern beim Vermieter ankommen und der ja auch derjenige ist, bei dem die Investitionsentscheidung und Investitionshoheit liegt. Das kann man über verschiedene Möglichkeiten regeln, aber sozusagen die Logik, dass das einfach nur ein Durchreichposten ist an einen Mieter, der keinerlei Entscheidungsmöglichkeit hat, die kann so nicht bestehen bleiben, sonst bringt dieses ganze CO2-Bepreisungssystem kaum etwas. Der Effekt wäre sonst viel zu indirekt. Wir sehen ja, dass die Mieten von ganz anderen Themen abhängen. Insofern, das ist sicherlich eine Richtung, in die man denken muss beim Thema Wärme. Und beim Thema Verkehr, Sie können natürlich auch schlicht übers Ordnungsrecht viel mehr machen. Also die CO2-Pkw-Verordnung steht jetzt genauso auf dem Prüfstand wie alles andere, wenn man das EU-Klimaschutzziel erhöht. De facto heißt es natürlich, wie andere Länder das auch schon diskutieren, ab wann werden keine Verbrenner mehr zugelassen. Ja? Das ist dann ein anderer Weg, um die Emissionen im Verkehr runterzukriegen. Es bleibt natürlich der Altbestand an Fahrzeugen und wenn der sozusagen ewig weiter mit Benzin und Diesel fährt, hat man ein Problem. Deswegen muss man das begleiten mit Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, mit einer entsprechenden auch sozusagen in Verkehr bringen von günstigen E-Autos. Insofern, es ist nicht allein der CO2-Preis, sondern es ist ein Mix. Es ist auch das Günstigmachen der Alternativen und es ist die Anreizstruktur so zu gestalten, dass diejenigen, die Investitionsentscheidung treffen, auch diejenigen sind, die den CO2-Preis spüren. Ohne CO2-Preis, glaube ich aber, kriegt man den Mix auch nicht hin. Ja? Also es ist nicht alles der CO2-Preis, aber er gehört dazu. Dankeschön. Frau Badum hat eine Frage an Herrn Rehbock. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich muss sagen, ich verstehe die akademischen rechtlichen Diskussionen nicht, wenn wir ein Gesetz vorliegen haben und Lobbys hier massiv unterwegs sind, auch heute in diesem Ausschuss, um zu versuchen, sich aus Klimaschutzverpflichtungen rauszustehlen. Das müssen wir wirklich verhindern und darum geht es. Von daher meine Frage an Herrn Rehbock zum Thema Siedlungsabfälle. Können Sie noch mal ausführen, welches Klimaschutzpotenzial da aktuell in den Müllverbrennungsanlagen verschwindet und warum es so wichtig ist, hier eine Lenkungswirkung zu erzielen? Danke. Ja, vielen Dank, Frau Badum, an diese Frage. Auf die habe ich eigentlich schon gewartet. Die Lenkungswirkung, die wir in der Kreislaufwirtschaft, und dafür hat die Bundesregierung sich ja eindeutig ausgesprochen, braucht, sind nicht nur Gesetze und Verordnungen, sondern wir brauchen auch Lenkungswirkungen über Instrumentarien wie das Verbrennen entsprechend teurer zu machen, damit die Stoffe, die recycelt werden können, auch recycelt werden. Wir wissen alle, Recycling kostet nun mal Geld. Das ist nicht so, dass wir da alle viel Geld verdienen würden, sondern Recycling kostet in der Regel mit wenigen Stoffströmen, die eine Ausnahme bilden. Ich nehme das Thema Gewerbeabfallverordnung. Ich habe schon gesagt, die freien Kapazitäten der Müllverbrennungsanlagen werden dazu genutzt, Gemische aus dem Gewerbe dort zu verbrennen. Tatsächlich ist es so, dass wir eine gültige Gewerbeabfallverordnung haben, die ja kürzlich auch nochmal novelliert wurde. Und jeder Abfallerzeuger
muss Fälle entweder getrennt halten und wenn er das nicht kann, das Gemisch, was dann überbleibt oder weil er es aus Platzgründen nicht hat, einer Vorbehandlungsanlage zuführen. Nun wurden im Vertrauen auf diese Verordnung die Vorbehandlungsanlagen von vielen unserer Mitglieder gebaut und ich kann Ihnen sagen, wie die Reaktion war. Als noch kein Corona war und die Müllverbrennungsanlagen voll ausgelastet waren, mussten unsere Unternehmen ihre Sortierreste teilweise bis nach Skandinavien fahren, weil in Deutschland die Müllverbrennungsanlagen nicht mehr bereit waren, ihre Reste zu nehmen. Nach Corona sind die Müllverbrennungsanlagen nicht mehr voll ausgelastet gewesen. Das hat dazu geführt, dass die Preise runtergegangen sind. Und schon sind die Gemische aus dem Gewerbe nicht mehr in unsere Vollsortieranlagen gegangen, sondern sind wieder in die Verbrennung gegangen. Das heißt, es zählt immer der Preis, der Müll geht immer den geringsten Preis. Und selbst der seriöseste Unternehmer muss sich irgendwann dem anschließen, weil er sonst keine Aufträge mehr kriegt. Das heißt, das ist eine Kettenreaktion. So wie es früher war, dass man in ostdeutsche Tongruben die Gewerbeabfälle verbuddelt hat oder ins Ausland gebracht hat, so ist das die Senke zu sagen, ist es richtiger. Und deshalb hatte ich reihenweise hier Anrufe von Vorsortieranlagenbetreibern, die neu investiert haben im Rahmen von 15 Millionen ungefähr, die sagen, wir kriegen plötzlich keine Abfälle mehr, wir haben noch 50% Auslastung. Und das lässt sich auch belegen. Und wenn wir zum Thema Recycling kommen, natürlich ist in diesen Gemischen kein riesiger Anteil, der noch recycelt werden kann. Der liegt bei 10-15% in der Regel. Aber wir haben noch die hochwertigen Ersatzbrennstoffe, die dann vorkonventioniert werden für zum Beispiel die Zementindustrie. Und da möchte ich auch nochmal sagen, die Zementindustrie ist hocheffizient, weil sie diese Ersatzbrennstoffe auf Abfällen ausschließlich nutzt als Substitut für Primärenergieträger wie Gas, Öle, Kohlenstaub. Und das können wir auch gut nachträglich belegen. Der Professor Faulstich, den Sie alle kennen, hat das auch belegt, dass das so ist. Und deshalb brauchen wir diese Lenkungswirkung, weil wir sonst immer das Spiel haben werden, wenn der Preis runtergeht, wird in die Verbrennung gefahren, wenn der Preis hochgeht, wird wieder sortiert. Und natürlich kann keine Anlage länger leben, wenn sie plötzlich Abfälle mehr kriegt, weil sie wieder in die Verbrennung sonst wohin gehen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Rehbock. Sie bleiben gefragt gleich zu Beginn der nächsten Runde. Wir kommen jetzt in die letzte vereinbarte Runde und ich muss Sie jetzt bitten, die 3 Minuten wirklich sehr genau einzuhalten, weil wir um 13 Uhr Termine im Plenum haben. So, damit geht es Fragerecht an Herrn Möhring und wie gesagt, die Frage geht an Herrn Rehbock. Genau, das passt auch sehr gut, denn Sie können jetzt gleich das fortsetzen, was Sie eben sagen wollten. Es geht uns nochmal um die Frage der Lenkungswirkung und um die Frage der Konsequenzen, wenn wir die Abfallverbrennung nicht in den Emissionshandel mit einbeziehen würden. Sie haben eben auf das Thema hingewiesen bei der Zementindustrie, aber genau diese Frage würde ich gerne nochmal vertieft hören, welche Konsequenzen es hätte und wie die Konkurrenzsituation zwischen Ersatzbrennstoffen und den zukünftigen Abfallmengen, in den Emissionshandel einbeziehen werden sollen, bestehen. Also fangen wir nochmal mit der Zementindustrie an. Übrigens hat der VDZ da auch eine Stellungnahme abgegeben zu. Es ist so, ich sagte es schon, dass die hochwertigen Ersatzbrennstoffe, wo diese Materialien, die in Vorsortieranlagen raussortiert werden, ist eine Vorkonfektionierung für Ersatzbrennstoffaufbereitungsanlagen. Diese Anlagen bereiten diese Ersatzbrennstoffe mit ganz hoher Technik auf. Das heißt, die holen nicht nur noch die Metalle raus und Kunststoffe, die verwertbar sind, sondern machen daraus einen sogenannten Fluff, der dann in die Zementöfen eingeblasen wird. Das ist erstens mal CO2-mäßig von der Bilanz sehr positiv und nochmal, wie gesagt, man spart bis zu, ich glaube im Moment ist es in der Zementindustrie 70%, wo halt Primärenergie gespart wird, indem diese Ersatzbrennstoffe dort eingesetzt werden. So, und wie immer im Leben ist es halt ein Spiel von Frage, Nachfrage und Angebot und Preis und je nachdem, wie es dann ist, das Material halt nicht die Vorbereitung landet es auch nicht mehr im Ersatzbrennstoff, sondern geht in die Müllverbrennungsanlage, weil es da nicht sortiert werden muss, sondern einfach verbrannt wird. Und dass das weniger effizient ist, ich glaube, das ist relativ einleuchtend und wie gesagt, können wir auch gutachterlich beweisen. Dankeschön.
Von der SPD fragt Herr Mintrup Herrn Dr. Bartels. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Herr Dr. Bartels, Sie vertreten mit der IGBCE eine sehr wichtige Industriegewerkschaft. Und uns einst beide gemeinsam, dass wir den Industriestandort Deutschland erhalten und weiterentwickeln wollen. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die notwendige Carbon-Leakage-Regelung und was können wir tun, um die Transformation der Industrie zu unterstützen? Stichwort Carbon Contracts for Difference und Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich. Danke. Vielen Dank für die Frage. Dass Energie aus erneuerbaren Quellen billiger wird und dass CO2 teurer wird, ist uns beides bewusst, ist beides nötig, um Erderwärmung zu begrenzen. Und wir fragen bei den Kosten für die Emission von Treibhausgasen nicht nach der absoluten Höhe, wir fragen nach der Verteilung. Der Verteilung zwischen sozialen Gruppen, der Verteilung zwischen Unternehmen und ihren Standorten, der Verteilung in verschiedenen Ländern. Und die Integration des produzierenden Gewerbes in das BEAG birgt in der Tat die Gefahr von wettbewerbsverzerrenden Belastungen und Carbon Leakage für die deutsche Industrie. Wir erleben das gerade in Branchen wie der Glasindustrie, wo der Schuh ziemlich drückt. Der Gesetzentwurf geht auf diese Gefahr ein, was ausdrücklich zu begrüßen ist, aber leider noch nicht ausreichend, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Es geht eigentlich um Verkehr und Wärme. Aber alle EU-ETS-Anlagen in Deutschland, die ganze produzierende Industrie sollte ex ante von nationaler CO2-Bepreisung befreit bleiben. Hier sollte durch das BEHG keine Liquidität entzogen werden, so wie ja auch den ETS-Anlagen mit freier Zuteilung keine Liquidität für eine Zwischenfinanzierung von Zertifikaten entzogen wird. Die weniger energieintensiven Industrieanlagen außerhalb des EU-ETS, zum Beispiel in der feinkeramischen Industrie, werden von der kommenden nationalen CO2-Bepreisung erstmals betroffen sein. Und zum Beispiel aus Bayern kennen wir da Unternehmen, die deswegen im Wettbewerb mit Betrieben in Tschechien so große Standortrisiken erwarten, dass sie mit uns schon über die Absenkung von Tarifverträgen an ihren deutschen Standorten verhandeln wollen. Die alle benötigen jetzt einen wirksamen Carbon-Leakage-Schutz gegenüber Wettbewerbern außerhalb und auch innerhalb der EU. Und der muss weitergehen als im EU-ETS, weil der neue nationale Emissionshandel eben diese Wettbewerbsfähigkeit gegenüber innereuropäischen Konkurrenten beeinträchtigt. Und diesen wirksamen Carbon-Leakage-Schutz müssen Sie kennen, bevor das BEHG in Kraft treten wird. Gerade diese Rechtsverordnung muss in Kraft sein, administrativ umgesetzt sein, bevor das BEHG in Kraft tritt und seine Belastungen greifen. Vielen Dank. Jetzt hat Herr Hilse eine Frage an Herrn Schimanski. Ja, vielen Dank. Herr Schimanski, Sie haben ja vorhin ausgeführt zu der geringen Gewinnmarge, zum Beispiel in der Stahlindustrie, und dass Sie dort auch keine großen Möglichkeiten sehen der Umstellung der Produktion, zum Beispiel durch Strom oder auf Strom, auch die Kosten durch den Produktionsausfall über Monate. Gehe ich dann richtig in der Annahme, dass dies natürlich auch aus unserer Sicht absurde Forderung zutrifft, die Stahlproduktion gänzlich mit Wasserstoff zu realisieren, weil letztendlich würde dort ja dasselbe gelten? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, die brauchen Sie einfach nur kurz mit Ja oder Nein beantworten. Ich habe mich mit Mittelständlern getroffen, deren Unternehmen energieintensiv sind, deren Meinung war, dass diese Unternehmen mit der ausnahmsweisen Befreiung von bestimmten Abgaben, zum Beispiel dem Zertifikatehandel, letztendlich aus deren Sicht erpressbar werden, dem Kurs im Großen und Ganzen zuzustimmen, da sie ja sonst jederzeit Gefahr laufen, dass diese Ausnahmenregelungen zurückgenommen werden. Also das war so die einhellige Meinung dieser Unternehmen.
Ja, zu dem letzten, wie gesagt, also das ist gewissermaßen die Gefahr sämtlicher Ausnahmeregelungen, dass man mal irgendwie von einer Liste gestrichen wird oder dann eine Voraussetzung einfach eingestampft wird. Ich kann es hier nur immer wieder wiederholen. Die Details entscheiden darüber, ob es gut gemacht oder gut gemeint ist. Beispiel sind tatsächlich Carbon-Leakage-Listen der EU oder auch besondere Ausgleichsregelungen des EEGs. Also sobald Sie an einer einzigen Schraube drehen, drehen sich 10 andere mit und damit kann es Ihnen einfach passieren, dass Sie über die Klinge springen. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Ob es von solchen Dingen wie Erpressung werde ich jetzt hier nicht reden in dem. Der erste Hinweis tatsächlich dahin, der reiht sich gewissermaßen in die Frage der Möglichkeiten. Zunächst einmal, wir produzieren keinen Stahl, wir verwenden ihn. Ja? Wir schmelzen ihn ein und gießen ihn in Formen. Ja? Und das Ganze auch mit Eisen und Buntmetallen und Leichtmetallen. Die Sache ist, wenn Sie Wasserstoff ansprechen, ja, könnte sein. Beispielsweise, ich mache das große fossile Aggregat, der sogenannte Kupolofen. Der wird mit Koks befeuert. Ein Teil des brauchen Sie in der Schmelze, damit es hart wird. Und der geht nicht in die Atmosphäre. Und abgesehen davon, das ist der beste Recycler, den wir überhaupt haben. Der sorgt dafür, dass im Eisenbereich wirklich 100% recycelt wird. Frage, kann man den mit Wasserstoff betreiben? Er ist ein Forschungsprojekt. Und das heißt, das wissen wir wahrscheinlich erst in 2 oder 3 Jahren. Jetzt würden meine Ingenieurskollegen mir wahrscheinlich den Kopf abreißen, wenn ich sowas ankündige. Tatsache ist, vorausgesetzt, wir haben überhaupt den Wasserstoff, dann müsste man umsetzen können, jawohl, ist das überhaupt ein Verfahren, mit dem wir das gleiche Produkt, das wir brauchen das alles, bekommen wie mit dem vorherigen Verfahren eigentlich. Ja, das heißt, wir warten gewissermaßen eine Entwicklung der nächsten 3, 4, 5 Jahre ab und in dieser Zeit können wir uns einen CO2-Preis nicht leisten. Dankeschön. Wir können Geld bezahlen. Ja. Herr Köhler, Ihre Frage geht an Herrn Mertins. Ja, herzlichen Dank. Kurze Vorabbemerkung, ich bin immer wieder überrascht, dass manche Parteien hier die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen nicht interessant finden. Ich denke, das sollte überall gewährt sein. Deswegen, Herr Professor Wernsmann, auch vielen Dank. Aber Herr Mertins, Sie hatten am Anfang in Ihrem Eingangsstatement, finde ich, etwas ganz Interessantes gesagt. Und zwar haben Sie darüber gesprochen, sozusagen, wer im Abfallbereich eigentlich der Inverkehrbringer ist. Und ich finde, Sie hatten jetzt eine ungeklärte Frage. Ich finde das eine ganz, also fand das sehr eindrücklich. Ich hatte ein spannendes Gespräch, auch abseits davon. Je nachdem, welche Auffassung vertreten wird oder was am Ende sich durchsetzt, kann es dann sein, dass der lokale Bäcker emissionshandelspflichtig wird. Das heißt, der müsste dann Zertifikate erwerben, wenn er seine Überschüsse zur Müllverbrennung bringt, müsste der dann Zertifikate erwerben und die einreichen am Ende des Jahres. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil das wäre ja dann nach dieser einen Möglichkeit der Inverkehrbringer, oder? Vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich auch die Frage, die mich am meisten umtreibt und ich freue mich, dass ich da kurz noch was zu sagen kann. Das Problem ist, und an der Stelle wundere ich mich, dass Herr Rehbock nicht viel deutlicher auf den Umstand hinweist, denn die Frage ist tatsächlich ungeklärt, wer ist dieser Inverkehrbringer? Ich würde Sie insofern ein bisschen beruhigen. Ich glaube, der Bäcker ist es nicht. Aber ich glaube, es ist jeder Abfallwirtschaftsbetrieb, jeder Abfallwirtschaftsunternehmer, jeder Abfallsammler, jeder private Entsorgungsbetrieb, der seine Abfälle zu einer Verbrennungsanlage hinbringt. Es ist insofern auch jeder kommunale Abwasserbetrieb, der seinen Klärschlamm in irgendeiner Form in Richtung einer Verbrennungsanlage bewegt. Also das Problem an der Stelle ist diese Anknüpfung an das Energiesteuerrecht, das für ganz viele Fälle auch für unsere Mitgliedschaft nicht so wirklich passt. Aber nach derzeitiger, glaube ich, gut vertretbare Auslegung des Gesetzes, sind es die einzelnen Betriebe, die die Abfälle sammeln und in irgendeiner Form dann in Richtung einer Verbrennung zuführen. Das betrifft insofern ganz viele kommunale Unternehmen, das betrifft aber auch ganz viele private Entsorgungsunternehmen. Und der Rehbock schreibt ganz hinten in seiner Stellungnahme auf der letzten halben Seite, habe ich mit Interesse zur Kenntnis genommen, ja, das müsste man ja auf die Anlagenbetreiber übertragen. Ich glaube aber, diese Übertragung auf die Anlagenbetreiber geht nur im Wege einer Gesetzesänderung. Da brauchen wir nicht über die nachfolgenden Verordnungen reden, sondern dafür brauchen wir eine ganz klare Änderung und eine ganz klare Regelung im Gesetz, weil das ein kompletter Systembruch mit der bisherigen Systematik des Gesetzes ist, in der ein Inverkehrbringer eigentlich herangezogen werden soll. Und das Gesetz geht davon aus, das sind wenige. Hier haben wir aber eine Gruppe mit kommunalen Betrieben, mit privaten Entsorgungsbetrieben, mit den kommunalen Abwasserbetrieben. Das sind ganz viele.
Das passt also gar nicht zu der Systematik dieses Gesetzes. Und deswegen unsere ganz klare Bitte an den Gesetzgeber, an der Stelle eine klare Regelung. Ich sage ganz offen, egal in welche Richtung, aber eine klare Regelung herbeizuführen, damit sich auch unsere Mitgliedschaft auf diese Dinge in den nächsten Jahren einstellen kann. Und das kann nicht erst sein, dass man in einem Verordnungsgebungsverfahren, was wahrscheinlich noch ein bisschen dauern wird, weil wir reden ja über 2023, man dann erst feststellt, oh, da haben wir jetzt aber ein großes Problem, jetzt müssen wir vielleicht nochmal hinterher ans Gesetz ran. Also ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um da die richtige Klarstellung herbeizuführen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Lenkerts Frage richtet sich an Herrn Hasenkamp, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Hasenkamp, welche Investitionen haben Abfallbetriebe getätigt, geplant, um die Energiewende und die Klimaziele zu unterstützen, und werden diese Investitionen durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz behindert? Und wo sollte aus Ihrer Sicht angesetzt werden, um die CO2-Minderung zu erreichen, ohne den Brennstoffemissionshandel auf die Abfallwirtschaft auszudehnen? Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben natürlich schon sehr früh investiert, und zwar genau in diese hochwertigen, energieeffizienten Verwertungsanlagen für gemischte Siedlungsabfälle, über die wir heute schon gesprochen haben. Wir sind keinesfalls free-floating, wie Dr. Greichen das vorhin kurz angesprochen hatte. Wir haben immerhin 2005 auf einen Schlag 8% der nationalen CO2-Minderungspotenziale dadurch gehoben, dass wir im Grunde genommen die Deponien geschlossen haben und hier im Grunde genommen Energien produzieren in den Verbrennungsanlagen, die auch dem Bürger bei Fernwärme und andere Systeme zur Verfügung gestellt werden. Diese Investitionen stehen natürlich jetzt im Grunde genommen in Frage. Wenn ich mal die Laufzeit auch von modernen Anlagen betrachte, liegen die natürlich nicht nur jetzt bei 5 oder 10 Jahren weiteren, sondern das sind Investitionen, die sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in die Zukunft gerichtet. Und wir würden eher plädieren und sehen, dass wir tatsächlich eine direkte Bepreisung der fossilen Kohlenstoffe im Rohstoff, im Material, im Produkt vorsehen, mit dem Ziel, dass wir dann endgültig auch eine Defossilisierung der Produkte bekommen. Denn dann würden auch die Emissionen, über die wir heute streiten, in den Abfallverbrennungsanlagen vernachlässigbar sein. Übrigens ein Weg, den das Umweltbundesamt 2014 schon in seiner Studie zum treibhausgasneutralen Deutschland 2050 vorgeschlagen hat. Dann würden im Grunde genommen auch die thermischen Abfallbehandlungs- und Verwertungsanlagen komplett als erneuerbare Energie für Grundlast zur Verfügung stehen. Und parallel müssten wir natürlich auch anfangen, die Diskussion um ein Ökodesign ernsthaft eben zu betreiben. Wir müssen Produkte, die wirklich recyclingfähig sind, in den Markt bringen und nicht Produkte, die im Endeffekt nicht mehr auseinanderzufrickeln sind, gerade im Verpackungsbereich, die falsch eingefärbt sind und so im Grunde genommen nicht einer stofflichen Verwertung zugänglich sind. Das sind Punkte, die für uns viel zielführender wären als jetzt die Einbeziehung der entsprechenden Siedlungsabfälle in das BEHG. Ein Hinweis auch noch, im Grunde genommen sprechen wir hier häufig in der Diskussion, das haben wir heute gehört, über Carbon Leakage. Wir sprechen über Verlagerung von entsprechenden Arbeitsplätzen. Das ist natürlich auch eine mittelbare Vorstufe des Carbon Leakage. Unser Carbon Leakage wäre direkt, dass wir entsprechend Abfälle, die nicht in unsere hochwertigen Abfallverbrennungsanlagen gehen, faktisch in Länder exportiert werden für die nächsten 30 Jahre und vor Ort auf Deponien wieder ungeschützt CO2 in Form von hochwirksamen Methanemissionen produzieren würden. Das ist direktes Carbon Leakage, und da fehlt mir bisher auch eine Aussage der Bundesregierung, in welchem Maße das im Grunde genommen auch als Folge dieser Gesetzgebung jetzt resultieren würde. Dankeschön. Vielen Dank. Und die letzte Frage der heutigen Anhörung kommt von Frau Badum und richtet sich an Herrn Greichen. Dankeschön. Erlauben Sie noch eine Bemerkung zu Herrn Hasenkamp. Ich finde es sehr zugespitzt, dass wir entweder die Möglichkeit der Verbrennung haben, der Müllverbrennung oder der Verlagerung der Abfälle in Deponien nach Indien. Ich glaube, wir können mehr. Wir können als Deutschland eine Kreislaufwirtschaft. Das ist sicherlich nicht nur ein CO2-Preis, aber ist sicherlich auch ein Baustein davon. Jetzt meine Frage an Herrn Greichen, wenn wir heute die Anhörung so gehört haben und mal den Worst Case annehmen würden, nämlich dass, wenn wir alle diese Forderungen heute gehört haben, KWK-Anlagen geringere Abgaben leisten, dass Abfälle ausgenommen sind, dass es eine möglichst lange Liste von Carbon Leakage gibt und der CO2-Preis die nächsten Jahre so bleibt, wie er aktuell festgesetzt ist. Was würde das aus Ihrer Sicht für unsere europäischen Klimaschutzverpflichtungen und für unseren Bundeshaushalt bedeuten? Na, im Prinzip ist das Szenario, das natürlich sich jetzt hier in dem Worst Case darstellt, lautet,
Die Privathaushalte werden mit 7 Cent auf den Liter Benzin-Diesel belastet, 0,6 Cent beim Erdgas. Das ist weniger als der Preisverfall, den wir dieses Jahr gesehen haben. Und bei den Industrien machen wir so viele Ausnahmen, sozusagen, dass er auch nicht wirkt. Oh. Dann hat man zwar Geld eingesammelt, aber keinen CO2-Preis, keinen Klimaschutzeffekt erzielt. Und da kann ich nur auf zwei Sachen noch mal kurz hinweisen. Das eine ist, wir haben ja jetzt schon die europarechtliche Verpflichtung. Ab 2021 wird jedes Jahr eine bestimmte Menge an CO2 in den Nicht-Emissionshandelssektoren uns vorgegeben. Und wenn wir die nicht erfüllen, dann gibt es die entsprechende sozusagen Unterdeckung, die man mit dem Einkauf von Zertifikaten ausgleichen muss. Das kann teuer werden. Also ich glaube nicht, dass es andere Staaten gibt, die uns das unter 100 Euro die Tonne CO2 verkaufen würden. Denn das sind ja ungefähr die Minderungskosten, die man in diesem Bereich ungefähr ansetzen muss. Ja, das heißt, am Schluss ist es dann der Staatshaushalt, der das Ganze bezahlen muss. Und darauf haben wir ja immer wieder hingewiesen, dass das schon jetzt die Rechtslage ist. Und dann kommt jetzt noch obendrauf das erhöhte Ziel, das Frau von der Leyen in diesem Moment vorgeschlagen hat, das bis Ende des Jahres von der deutschen Ratspräsidentschaft in Europa verhandelt wird und das natürlich im nächsten Sommer zu verschärfter europäischer Gesetzgebung führen wird. Das heißt, all diese Diskussionen, die wir jetzt hier gerade führen, werden wir in ein bis zwei Jahren nochmal unter ganz anderem Vorzeichen mit ganz anderen Beträgen führen. Und dann bleibt allen, die hier am Tisch sind, nur die Flucht nach vorn. Dann geht es darum, wie können wir in der Gießerei die CO2-freie Technologie einführen? Wie kriegen wir bei den Abfällen tatsächlich es auf das absolute Minimum runter, das dann nur noch mit CCS weggeht und so weiter? Das heißt, meines Erachtens führen wir hier eine Diskussion, die eigentlich 3-4 Jahre veraltet ist. Lassen Sie uns gleich jetzt die führen, die notwendig ist für die 2030er Ziele. So, ganz herzlichen Dank, vor allem an Sie Sachverständige, die in der erwarteten Heterogenität auf unsere Fragen geantwortet haben. All die Befürchtungen, die wir befürchtet haben, sind tatsächlich auf den Tisch gekommen, aber eben auch die Befürchtung, dass wir das mit dem Klimaschutz vielleicht nicht ganz so bisher angehen, wie es notwendig wäre. Ich glaube, klar ist, es bleibt eine Aufgabe für uns. Wir müssen sie bestmöglich erfüllen. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank meinen Kolleginnen und Kollegen für die Fragen. Und ja, wir sehen uns alle heute im Plenum. Die Nachhaltigkeits- und Klimawoche startet heute dort. Einen guten Nachhauseweg muss ich Ihnen ja nicht wünschen. Ein gutes Abschalten. Danke. Vielen Dank. Danke. Tschüss.